Cup gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickersambach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer im Locker. Ja, dann sage ich hallo und herzlich willkommen live im UFC Fanradio und Kickers TV. Das Ganze aus Karl am Main. Und da gibt es das große Benefiz-Turnier. Und da gastiert der UFC sowie Viktoria Aschaffenburg, Hessen 3 Aich. Und mein Kollege Tim Bosser, der weiß noch einen Verein mehr. Ja, Lars, warum sind wir hier? Wir sind hier, weil es hier diese großen Sturmschäden gegeben hat, im ganzen Ostkreis, überall. Und da wird der Kameramann jetzt auch mal ein bisschen hier rumschwenken. Und da sieht man jetzt schon, hier hinten steht nichts mehr. Da ist alles kahl, wie der Name Karl am Main schon sagt. Und dann, ja, sieht man im Grunde das ganze Ausmaß. Hier sieht man es, die Bäume liegen quer. Und das war sehr, sehr verheerend. Du weißt dazu mehr? Ja, das war im August letzten Jahres. Da hat es hier den Sportplatz übel getroffen. Sportheim, verschiedene Dächer, die Umfriedung. Da, wo gerade der ICE vorbeifährt, da hinten, da war mal ein Wald. Also hier hat es große Schäden gegeben. Den größten Teil hat die Versicherung bezahlt, aber auf ungefähr 20.000 Euro sind sie sitzen geblieben. Die müssen sie aus eigener Kraft stemmen und das ist für so einen kleinen Verein natürlich nicht so einfach. Und deswegen dieses Benefizturnier und da helfen wir aus Offenbach natürlich gerne, denn wir wissen ja, wie das ist, wenn man Hilfe braucht. Absolut. Und für uns ist es in doppelter Hinsicht eine Verpflichtung. A, wie gesagt, um Hilfestellung zu geben. Hier auch der Viktoria aus Karl, unserem hervorragenden Gastgeber um Fritz Will herum. Und ja, den werden wir sicherlich auch nochmal im Livestream dann haben. Und da sieht man es. Also wirklich alles kahl, alles weg. Das ist wirklich ganz, ganz traurig, ganz, ganz schlimm gewesen. Wir haben das ja auch in Froschhausen ähnlich erlebt und in Langen, also da gab es ja wirklich große Probleme. Aber jetzt wollen wir uns dem Sportlichen widmen und vor allen Dingen unserem OFC und da haben wir eine Aufstellung, da schauen wir mal rein. So wie ich unsere Bildregisseurin Laia Ohanka kenne, wird sie uns das liefern. Da haben wir es Trabant im Tor. Wir gehen jetzt erstmal von einem 4-4-2 aus. Dann haben wir Zielinski davor. Albrecht in der Innenverteidigung mit Zielinski, unserem neuen polnischen Innenverteidiger. Vetter rechts, Sikora links und dann davor Diersen und Weil sowie rechts Vierrad. Den haben wir ja zuletzt immer auf der rechten Außenbahn gesehen. Und links muss ich jetzt selbst schauen. Das ist Duckfuß. Genau. Und dann vorne an der Box Hoppe und Hartmann, die beiden Stoßstürmer. Ja, unser Gegner heute, soll ich da was sagen dazu? Gerne, aber ich habe hier noch eingeblendet, das lassen wir nur ganz kurz, wie der OFC noch des Weiteren spielt, das ist dann eben zumindest dabei im Kader Seidel, dann haben wir mit der 6 Campagna 17 Garisch, 19 Lämmer, 20 Niklas Hechtzirbel, der das geile Tor im Trainingslager auch geschossen hat und mit der Nummer 30 der Bomber, Moritz Reinhardt hat ja zuletzt ein bisschen, ja ein paar Problemchen gehabt, ein paar Blessuren, aber ich denke, er wird auch nochmal kommen. Ja, ich konnte das nicht sehen, Lars, weil wir haben ja diese schönen Baldachine hier über unseren Laptops. Als wir heute Morgen losgefahren sind in Offenbach, waren es ungefähr, na, gefühlt 2-2,5 Grad. Und als wir hier ankamen, schien die Sonne. Wir sitzen hier auf dem Balkon und haben über Sonnencreme schon nachgedacht. Ist das richtig? Ja, das ist wahr. Also das ist unglaublich. Wir haben uns hier so dick präpariert, als ob es hier wirklich ganz, ganz kalter Winter wäre. Ist ja eigentlich auch theoretisch. Es hieß ja 3 oder 5 Grad, ne? Aber jetzt sitzen wir hier in der Sonne. Noch sitzen wir in der Sonne. Und so müssen wir auch ein bisschen gegen die Sonne arbeiten. Der Kameramann auch. Müssen wir vielleicht nachher nochmal einen Filter reinhauen, wie auch immer. Schauen wir mal. Aber ich denke, im Moment sind wir präpariert, sind guten Mutes und wir sehen vor allen Dingen einen Gegner, den wir hier mal als Heimteam ja, deklariert haben, Viktoria Aschaffenburg. Und dazu kannst du auch ein bisschen was sagen.
Ja, die Viktoria spielt in der Bayernliga. Jetzt laufen die Mannschaften ein hier links, da gehen wir mal drauf mit der Kamera und da kannst du uns ein bisschen was über Viktoria erzählen. Ja, also die Viktoria aus Aschaffenburg spielt im Bayerischen Fußballverband in der Bayernliga, Regionalliga. Bis 2012 waren sie im Hessischen Fußballverband angesiedelt. Das ist dann irgendwann gewechselt worden, beziehungsweise 2013 sind sie dann in die Bayernliga gewechselt. Ja, im Moment sind sie auf dem 5. Platz, haben 38 Punkte aus 22 Spielen, 44 Tore geschossen, 27 haben sie gefangen. Letzte Saison haben sie beendet auf Platz 11. Die Viktoria aus Aschaffenburg hat übrigens was mit dem OFC gemeinsam. Lars, kannst du dir denken, was das ist? Ich würde sagen, ganz, ganz vieles. Ich denke nur an Kurt Geinzer, ich denke an Bubu Knecht, mit denen wir ja dann noch in der Bundesliga gespielt haben. Also da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Da gibt es aber auch eine Gemeinsamkeit, was das Gründungsjahr angeht. Denn sie sind 1901 gegründet worden. Und haben sich dann 1902 hat sich dann die Viktoria Aschaffenburg dazugesellt und seitdem heißt der Verein FC Viktoria 01. Immerhin 110 Jahre vor diesem Gegner, den wir nicht mögen, da aus der Nachbarstadt. Also 110 Jahre vorher, denn die sind erst 1922 gegründet worden, auch wenn sie glauben, dass sie 1899 gegründet wären, was natürlich falsch ist. Aber ein Frankfurter glaubt ja das, was man ihm vorsetzt. Ich weiß jetzt konkret nicht genau, von welchem Verein du sprichst. Ich habe so eine vage Vorstellung, aber... So einer mit so einem komischen Vogel im Wappen, ich weiß nicht. Ach, die Geflügelzüchter. Also der OFC wird ganz in Schwarz spielen. Viktoria wird anstoßen in Blau. Und dann werden wir uns hier auch ein bisschen erheben, um einfach über unsere Monitore wegschauen zu können. Und wir nehmen dann für euch exakt die Zeit. Und dann kann es hier richtig losgehen. Der OFC beschwört sich nochmal. Und dann schauen wir mal, ob unser 4-4-2 auch wirklich das ist, was der Trainer umsetzt. Denn wir haben ja erstmal diese Vorgabe gemacht. Und jetzt gucken wir mal, ob es der Trainer auch so macht. Ne? Ja, Pelle Hoppe. Das wird auch spannend sein, ihn zu beobachten. Hat ja da einen eiskalten Heber gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es gesehen in der Übertragung. War sehr schön. Er hat, ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat er in dem Spiel 2 Tore gemacht, ne? Gegen Klagenfurt. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hat er 2 Tore gemacht. Beim einen, das war dann so 80%, aber das muss man ihm zurechnen. Denn wenn er nicht da gestanden wäre, wäre es kein Tor geworden. Also haben wir gesagt, müssen wir es ihm zurechnen. Jetzt geht's los, Gott mit uns. Der OFC ist im Spiel und Viktoria Aschaffenburg, die im Übrigen absolut auf Augenhöhe sind. Ja, sie stehen sogar über uns, wenn man das so sieht. Also in der gleichen Liga im Grunde. Also Regionalliga Bayern und dort sind sie im Gegensatz zum OFC, der ja eine schlechte Vorrunde gespielt hat und so um Platz 10 bis 12 agiert. Viktoria ganz vorne dabei, Platz 5. Ja, das ist richtig. Wobei man natürlich anmerken muss, die Runde dort fängt erst 3 oder 4 Wochen, ich weiß es nicht ganz genau, also mindestens 3 Wochen später an als unser erstes Punktspiel. Und insofern sind die noch voll in der Vorbereitung. Aber wir werden mal sehen, wie sie sich heute gegen uns schlagen oder umgekehrt, wie wir uns gegen die schlagen. Jetzt sieht doch schon mal gut aus, was der OFC hier spielt. Der ist sehr, sehr wach, Dackfuß jetzt hier am Ball. Kommt die Flanke vorne rein, Pelle Hoppe, der hat sich da erstmal angeschickt. Und jetzt zieht er ab und das hätte schon das 1-0 sein können. Serkan Firat. Ja, ich weiß jetzt, soll ich da wirklich sagen, der Neuzugang? Ja, der alte Neuzugang. Hat er schön, gemacht, eine Direktabnahme, Flanke von Dackfuß. Das sah schon mal gut aus. So, jetzt gibt es Abschlag. Die Viktoria lässt sich Zeit. Es geht ja auch im Grunde genommen um nichts hier, außer um die Erkenntnisse, die wir gewinnen. Denn der OFC ist, soweit wir das hier sehen können, in der Besetzung aufs Feld gegangen, die wohl auch Rückschlüsse zulässt zur Startelf in einer Woche am 15. in Aalen, oder? Was meinst du, Lars? Ja, das könnte gut sein, aber beim Trainern weiß man nie, die lassen sich ja nicht so tief in die Karten schauen. Da soll ja auch immer noch ein bisschen, morgen zum Beispiel soll eine ganz andere Mannschaft, egal wie es kommt, also ist ja im Grunde ein Turnier, aber hier geht es nicht darum, das Turnier zu gewinnen, hier geht es darum, sich optimal vorzubereiten und natürlich dem Turnier zur Verfügung zu stehen und das macht der OFC. Jetzt kommt aber erstmal Aschaffenburg über die linke Seite, das ist so die erste Möglichkeit, aber ich denke, da muss aber eingreifen, Glanzstart. Also da müssen wir noch mal reinschauen, denn das war die beste Szene jetzt für Aschaffenburg. Da zog er richtig ab und hier haben wir es dann noch mal im Replay und da kommt dann der Schuss gewaltig und wir müssen raus, weil wir, obwohl hätten wir eigentlich noch ein bisschen, aber gut. Ja, dann gucken wir mal. Dann liefern wir gleich die Zeitlupe noch mal nach. Jetzt schauen wir erstmal nach der Ecke.
Von der rechten Seite. Ja, also was natürlich ein bisschen merkwürdig ist, sind die Farbenkonstellationen. Also dass ein Königsblau und ein Schwarz, dass das überhaupt möglich ist, habe ich noch nie gesehen beim Fußball. Normal müssen die Farben sich ja deutlich unterscheiden. Aber ja, in den Tagen des Farbfernsehens sind wir ja mittlerweile angekommen. Seit 1972, 73, seit es Farbfernsehen in Deutschland gibt, ist das kein Problem mehr. Früher wäre es nicht möglich gewesen. Ja gut, aber ich glaube auch in der Regionalliga würde so ein Spiel nicht angepfiffen werden. Das würde nicht gemacht werden. Also die müssen sich schon deutlicher abheben. Die müssen sich deutlich abheben. Da reicht die Farbe der Schuhe nicht alleine aus. Noch immer beim FC Homburg finde ich schrecklich, ja, wenn du da ein Flutlichtspiel hast, ja, die haben grüne Trikots und hinten grüne Nummern, also so ein bisschen hellgrüne Trikots und dunkelgrüne Nummern, da kannst du gar nichts sehen abends. Ja, ich nehme an, das machen sie, damit der Schiedsrichter nicht mehr gleich sehen kann, wer das üble Foul begangen hat. Also da haben wir jetzt gleich die Slow-Mo nochmal zu dem Schuss eben auf Aschaffenburger Seite. Das war ein echter Warnschuss. Da kommt die Szene nochmal. Der war dann abgefälscht hier und dann zieht er aber ab. Und ja, knapp übers Tor. Also das war die beste Möglichkeit. Knapp 4 Minuten gespielt. 0-0 steht's. Und der OFC, ja, der hatte so ein bisschen die erste Möglichkeit. Das war jetzt so keine hundertprozentige. Aber die Aschaffenburger haben gleich geantwortet. Und das zeigt, Spiel absolut auf Augenhöhe und ein sehr, sehr ernstzunehmender Test. Ja, da hast du recht. Da wollte ich auch gerade nochmal anknüpfen an das, was du vor ein paar Minuten gesagt hast. Das ist ein Test und der ist ernst zu nehmen, weil wir haben ja nächsten Samstag dann unser Nachholspiel und somit startet für uns praktisch schon die Runde. Deswegen gilt es heute vor allen Dingen neben dem Testen, dass wir verletzungsfrei bleiben. Denn da haben wir ja gerade auch in der Türkei schon ein paar Ausfälle zu beklagen. Ne? Schön gemacht hier eben von Vierhardt und Mike Vetter. Der bringt dann auch die Flanke. Allerdings konnte die nicht vorne in der Box verwertet werden. Jetzt noch einmal Vierhardt mit dem Seitenwechsel. Und das ist Schikora, der sich ja hinten links jetzt erst einmal festgespielt hat. Und ja, interessant auch, Moritz Hartmann hat sich ganz weit zurückfallen lassen. Ja, sucht er natürlich dann vorne doch die Box. Taktische Maßgabe oder Erschöpfung? Nein, das ist nicht Erschöpfung. Er ist ja ein Spieler, der schon Lücken reißt, der Wege geht, ja. Obwohl er ja eigentlich ein Strafraumspieler ist, aber er ist schon ein Arbeiter. Ganz, ganz genau deshalb habe ich es gesagt, weil wenn was nicht möglich ist, eigentlich bei ihm dann die Erschöpfung, weil konditionell zählt er, glaube ich, zählt er zu den Spielern bei uns, die ganz weit vorne dabei sind. Ja, du hast mitbekommen, wir haben einen neuen alten Kapitän. Ja, der Mike ist es geworden, im Mannschaftsrat gewählt worden. Ich glaube, der Angelo hat ein bisschen dazu beigetragen, hat da was geändert oder ändern lassen. Aber letztlich ist es nicht so wichtig, glaube ich, ob es jetzt der eine oder der andere ist. Wichtig ist, dass die Jungs sich auf dem Platz verstehen und der Captain, naja gut, nur ist es der Mike. Er wird das wahrscheinlich so wie gewohnt sehr gut machen. Wenn er das so macht, wie er für uns kämpft und auf dem Feld ackert, dann mache ich mir da keine Sorgen. Interessant auch, Vierhardt mehr und mehr so im Zentrum agierend und Hartmann, der sich da ein bisschen hat rauslegen lassen. Ja, das ist Dagfuß, da ist der Ball erst einmal weg. Ja, reklamiert zwar, Richie Weil kommt da nochmal an den Ball. Oh, und die Aschaffenburger, die nehmen das auch sehr ernst. Hier wird schon mächtig Kommandos hier reingebrüllt. Ja, hier fliegen auch schon die ersten Gegenstände aufs Spielfeld. Nein, also war nur etwas Kleines. Ja, ja klar, nehmen die das ernst. Für die geht es ja auch um was. Und letzte Saison Tabellenelfter, jetzt sind sie Fünfter. Die wollen natürlich auch nach vorne. Wobei in der Bayern-Regionalliga, da ist ganz vorne mit weitem Abstand 53 Punkte. Der Türgücü München und so wie es aussieht, schießt Geldtore und die werden wohl den Aufstieg schaffen. Da ist es genau wie bei uns, der Tabellenführer als einzige Mannschaft steigt dann auf in die dritte Liga. So, das war Dagfuß, jetzt Vetter bekommt da die Hand ins Gesicht geschlagen. Schiri steht eigentlich gut, 8 Meter entfernt, hat das sofort gesehen, geahndet und ja, dann wird es wohl Freistoß geben für den OFC. Ja, da war der Ellenbogen ein bisschen weit oben. Wobei ich frage mich dann manchmal, warum geht so ein Spieler dann nicht einfach hin, sagt, es tut mir leid, dann ist alles klar. Ja,
winkt ab, dreht sich ab und geht weg. Naja gut, wollen wir mal hoffen, dass dem Mike nichts Schlimmeres passiert ist. Betreuer sind auf dem Feld. Und ich glaube, die Regie spielt das nochmal ein. Lars ist... So, der Mike steht jetzt mittlerweile wieder. Es wird Freistoß geben aus dem rechten Halbfeld. Ja. Jetzt wird er doch vom Feld geführt. Aber wahrscheinlich, weil er behandelt worden ist, muss er ja erstmal runter. Sieht also nicht nach einem Wechsel aus. Ja, der Mike ist hart im Nehmen. So, jetzt wird der Freistoß. Jetzt wird der Freistoß ausgeführt. Kurz gespielt. Ja, sicherer Ball für den Tormann. Wir haben hier aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen vor dem Spiel schriftlich einen Tipp bekommen. Ich weiß nicht, ob du ihn schon entdeckt hast, Lars. Wir sollten mal auf den Spieler bei der Viktoria Aschaffenburg mit der Rückennummer 7 achten. Das muss wohl ein außergewöhnlicher Kicker sein. Ja, da hat jemand geschrieben, seine Granate und warum der nicht beim OFC spielt. Also erstmal muss man natürlich sagen, andere Vereine machen auch gute Arbeit, wie man gerade in der Aschaffenburg auch sieht. Ne? 5. Platz, das sagt alles. Ja. Aber wir schauen mal genauer hin, klar. Ja, wobei ich ehrlich gesagt, ich habe ihn noch nicht entdeckt. So, jetzt, was mir gut gefällt bis jetzt, wir erobern uns die Bälle im Mittelfeld und wenn wir sie mal verlieren, dann sind sie schnell wieder bei uns. Aber bei Kontern sind die gefährlich. Ne? Das hat man gesehen in der ersten oder in der zweiten Minute, wo Trabant angreifen musste. So, jetzt über die linke Seite. Dagfuß führt den Ball. Jawohl, da kommt er in die Mitte. Hartmann spielt jetzt nach außen. Mike wieder dabei. In alter Frische, beide Augen funktionieren. Ja, und Tim Diersen ist kaum wiederzuerkennen. Hat eine neue schicke Frisur. Ist ja immer aufgefallen durch seinen... Ja, wie soll man sagen, sein Pony. Ich glaube, das ist nicht mehr. Also sieht sehr, sehr schick aus. Das kannst du mal sehen. Kaum ist er ein Offenbacher, hat er einen klasse Friseur. Hat er einen klasse Friseur und hat die Haare schön? Oder er hat eine Wette verloren? Wir wissen es nicht. Da haben wir ihn im Bild, Tim Diersen. Also da muss ich schon sagen, habe ich so, was ihn jetzt die Spiele angeht, die ich gesehen habe, bei Tim Diersen, aber auch hier hinten bei Zeleniewski, da ist er, unser polnischer Neuzugang, habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir da echt verstärkt sind, auch bei Hoppe. Also das sind Verstärkungen. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen Abwehrspieler, die auch technisch beschlagen sind und die auch mal einen guten öffnenden Pass spielen können. Wir haben es ja gesehen beim Spiel gegen Klagenfurt. Wie spricht man seinen Namen richtig aus? Ich scheue mich immer ein bisschen davor. Ich glaube, Zeleniewski ist... Zeleniewski. Ja, gut. Und das weiß ich aus allererster Hand, nämlich von ihm direkt. Zeleniewski. Übrigens, er ist ein absoluter Spaßvogel. Er kam jeden Morgen, ob das beim Frühstück war oder wenn wir da am Aufbauen waren, egal wann er kam, morgens, mittags, abends kam er immer und sagte erstmal, Morge. Das kann er. Er kann schon Hessisch. Ja, ihr habt ihn im Interview, glaube ich, mal gehabt. Kann das sein? Da hat er das natürlich, nämlich gesagt. Natürlich, da hat er es auch gesagt. Ja, der sagt das immer. Morge. Ja, also kann man sagen, voll in Hessen integriert der Mann. Absolut, absolut. Das ist ein polnischer Hesse. Ein polnischer Hesse. So, was haben wir jetzt hier? Vor allen Dingen ist wichtig, Vetter ist wieder voll dabei. Ja, mit beiden Augen und beiden Beinen auf dem Platz. Ja, Dagfuß, ja, hat sich wieder festgefummelt, das haben wir eben schon mal gesehen. Aber ist natürlich ein brillanter Fußballer, nur manchmal braucht er die Effizienz. Ne? Es gibt so Spiele, da läuft es dann richtig, Vetter, weit vorgelegt, aber das war vielleicht dann doch ein bisschen zu ambitioniert. Fliegt er hier fast gegen die Bande. Ja, da hat der Mike eben einen kleinen mitgegeben, aber so ist es richtig, man geht dann hin, gibt sich die Hand und gut ist. Das meinte ich vorhin. Der Ellenbogen oben, gut, das kann mal vorkommen, das macht niemand absichtlich, wollen wir ihm nicht unterstellen, aber dann geht man hin, gibt sich die Hand und... So, und ihr könnt mitgestalten, ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de, also eure Grüße aus dem Chat werden wir nicht berücksichtigen, schreibt an fanradio@ofc.de.
fanradio@fanradio.de. Dann geben wir eure Grüße mit über den Sender. Uns interessiert natürlich, von wo ihr Fanradio hört, was ihr denkt und glaubt. Ihr habt ja alles mitbekommen, was im Trainingslager in der Türkei war. Wir haben ja 10 Sendungen in 7 Tage gemacht. Morgens, mittags, abends. Also insofern, ja, schreibt uns euren Kommentar, was ihr denkt, was ihr glaubt, was kann gehen in der Rückrunde mit unserem OFC. Fanradio@ofc.de. So, jetzt gibt es Einwurf in der eigenen Hälfte. Kurz geworfen. Ball verloren, Ball erobert, Ball verloren. Ja. Das ist Thiersen. Sieht aus wie Garic, gell, mit dem neuen Frisur. Ja, ich war vorhin auch schon mal geneigt, Garic zu sagen. Die gleichen sich so ein bisschen kopfmäßig an. Er ist echt nicht wiederzuerkennen, du. Czerniecki, richtig. Ja, Vierrad mit gewohnt großem Laufpensum, rechts wie links zu finden, eben noch beim Einwurf hier auf der linken Seite, jetzt da rechts. Den wollte er unbedingt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Freistoß war. Ich hätte es eher gar nicht gefunden. Er guckt auch sofort zum Schiri und kriegt den auch zugesprochen. Ja. Und da liegt der Aschaffenburger nämlich am Boden. Ja, sagen wir mal so, in den meisten außereuropäischen oder in den meisten europäischen Ligen wird sowas überhaupt nicht gepfiffen. Gut, der Schiri hat's so gesehen. Der Viktoria-Spieler steht wieder. Lars, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Spieler mit der Nummer 7 und ich habe das Gefühl, er ist nicht in der Startelf. Doch, da ist er, am Strafraum steht er. Halb rechts, ziemlich frei. Das ist der Spieler mit der Nummer 7. Tatsächlich, du hast ihn gefunden. Dann werden wir gleich mal genau drauf schauen. Ja, jetzt Aschaffenburg erneut. Nee. Aber das war eine gute Möglichkeit. Ah, er hat Abseits gegeben. Okay. Ja, dann gucken wir mal rein in die Szene nochmal. Direkt also, abgezogen, 15. Minute. Ja. Und weiter geht's. Ja, aber man sieht die Marschroute, wir stehen ziemlich hoch und holen uns die Bälle im Mittelfeld früh. Und da hat das Füßchen ein bisschen stehen lassen. Ja, muss man ein bisschen aufpassen, gerade bei so Testspielen, dass da was passiert. Es kann auch ganz übel ausgehen, aber in dem Fall, komm, weiter geht's, ist nichts passiert. Aber du siehst, Lars, so geht das Fairness. Man geht dann hin und sagt, es tut mir leid. Aber klar, das ist natürlich wirklich, gerade was jetzt unsere Verteidigung angeht, da haben sie sich ja ziemlich gut eingespielt. Und wenn da jetzt noch einer ausfallen würde, wär nicht so gut. Ja, Tim, wir müssen auch noch ein bisschen was zum Modus sagen. Es ist ja ein Turnier, in dem wir hier spielen. Das ist hier das Eröffnungsspiel. Das heißt, das ist das Spiel, was 90 Minuten geht. Wollten wahrscheinlich auch beide Mannschaften haben, um nochmal einen richtigen ernsthaften Test zu haben. Nachher wird das nicht mehr so sein. Da gibt es 45 Minuten, aber wir übertragen ohnehin nur dieses Spiel am heutigen Tag. Und es ist jetzt auch so, dass wir nicht sagen können, im Moment noch nicht sagen können, wann denn morgen der OFC spielt und wir wissen auch nicht gegen wen. Also wir werden entweder gegen Dreieich oder gegen Alzenau spielen, gegen Bayern Alzenau. Die haben wir vorhin auch in der Anmoderation ein bisschen unterschlagen. Also FC Bayern Alzenau oder Dreieich wird dann unser Gegner sein. Und der Sieger aus dieser Partie hier, der wird wohl dann um 16 Uhr spielen. Und das andere Spiel ist dann um Platz 3 und 4. Das wäre dann um 14 Uhr. Also nach dem Spiel können wir es euch sagen, wann der OFC hier weiterspielt und gegen wen. Das ist richtig, aber in gewohnt flexibler Art und Weise, wie das Fanradio ja nun mal ist, werden wir das dann übertragen, vorausgesetzt wir gewinnen hier. Davon gehe ich aus. Davon müssen wir ausgehen, ja. Oder sagen wir mal so, davon wollen wir ausgehen, alle. So, das war jetzt auch eben wieder hier, als du den Modus erklärt hast. Vierrad hat sich hier schön durchgesetzt, diesmal auf der linken Seite. So, jetzt ist Viktoria im Angriff, das sieht
gefährlich aus. Und oh, Trabant jetzt zum zweiten Mal, diesmal mit dem Fuß. Und nochmal Nachschuss. Ja, also ihr lieben Leute in der Abwehr, da stand jetzt, so, nun hat er abgepfiffen. Jetzt schauen wir das nochmal uns an. Unsere hervorragende Technik spielt euch das jetzt nochmal ein. Also über die rechte Seite, dann kommt er ins Zentrum und dann zieht er volle Granate ab. Trabant liegt dort erstmal genau an den richtigen Fleck. Und so bleibt es erst einmal beim 0:0, da wir jetzt 17,5 Minuten gespielt haben. Hier in Kahl am Main. Und in der Tat, das ist auch das Stichwort, es ist alles sehr, sehr kahl geworden hier. Denn die Bäume sind reihenweise umgefallen. Man sieht das hinten noch ein bisschen in der Kulisse. Und das ist auch der Grund, weswegen wir hier spielen, für die, die später eingeschaltet haben. Ein Benefiz-Turnier auch hier für die heimische Viktoria, die da ein Stück weit auf den Kosten auch sitzen geblieben ist nach den Sturmschäden. Und ja, die Versicherung zahlt zwar etwas, aber es kann dann trotzdem nicht so reibungslos weitergehen. Umso besser, umso erstaunlicher, dass sich hier die großen Vereine aus der Region bereit erklärt haben, der OFC, Aschaffenburg, Bayern Alzenau und Dreieich hier am Benefiz-Turnier teilzunehmen. Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt in der Anmoderation. Wir Offenbacher wissen, wie das ist, wenn man Hilfe braucht. Und wir sind auch schon das eine oder andere Mal darauf angewiesen gewesen. Natürlich in einem etwas größeren Maßstab. Ich denke dazu an das letzte Spiel von Bayern München bei uns. Aber in solchen Fällen hilft man natürlich immer gerne. Es war schon richtig, dass der Schiri hier unterbunden hat. Pelle Hoppe hat ihn nämlich ein bisschen weggestoßen, um sich dort ein bisschen Raum zu verschaffen. Letzteres hat zwar funktioniert, aber natürlich nicht mit legalen Mitteln. Also zu Recht Freistoß, Viktoria. Ein wenig unterlaufen, ja. Gut, also was ich noch sagen wollte vorhin, Viktoria hatte zwei große Chancen. Ansonsten war da eigentlich nicht so viel. Nur bei den beiden Chancen, das war natürlich schon sehr gefährlich. Denn da kann man auch besser machen, was Trabant jetzt gemacht hat. Ja, das hätte man besser machen können, das ist wohl wahr. Schon bessere Aktionen in seinem Leben gehabt, glaube ich. Ja, er hatte Zeit. Vetter spielt den Ball zu ihm zurück. Er kann ihn weit schlagen. Gut, unsere Jungs waren ziemlich weit zurückgerückt. Aber die bessere Alternative, als eine Ecke zu riskieren oder eine Ecke herbeizuführen, wie es jetzt der Fall ist, wäre es natürlich gewesen, das Ding einfach wegzuhauen. Also lieber Tim, korrigier mich, wenn du es anders gesehen hast. Ich würde sagen, bis hierhin das Fazit. Der UFC hat zwar ein klein bisschen mehr Spielanteile, aber die Aschaffenburger stellen das gefährlichere Team, also haben die besseren Chancen. Richtig. Und jetzt kommt der Ball hoch rein. Der Eckball erstmal rausgeköpft. Zweiter Ball landet bei der Viktoria. Ja, da auf der rechten Seite. Wir kriegen im Moment da keinen Zugriff, richtig. So. Jetzt müssen wir. Firat, ja, ganz auf falsche Seite. Ganz, ganz hinten und ganz, ganz links. Er soll ja eigentlich vorne rechts spielen. Da zieht er jetzt zumindest ein bisschen hin. Er ist nochmal abgelegt. Und so geht es weiter über Albrecht und dann Chicora. Jetzt haben wir hier Richie Weil. Und der Ball ist im Aus. Ja, weiter geht's. Ja. Mit dem Heber. Zielinski. Ja, hat er schön gemacht, der Ricci. Mal die Seite gewechselt. Ja, also Dominik Trabant zweimal hervorragend reagiert. Einmal mit der Hand, einmal mit dem Fuß. Sonst wird es hier mindestens schon mal 1-0 stehen. Ja, Hoppe. Erst einmal Hartmann war da vorne auch mit von der Partie. Allerdings so richtig gefährlich war es nicht. Jetzt Hoppe noch einmal. Hat sich da ganz auf die rechte Bahn auslegen lassen. Jetzt zieht er dann doch wieder ein bisschen ins Zentrum rein. Und wie gesagt, auch Vierrad immer wieder im Zentrum zu finden. Ja, Vierrad jetzt rechts. Schöner Ball zu. Wer ist das? Das war Vierrad. Lars, jetzt hat mir gerade eben der Atem gestockt, denn ich habe gesehen, da drüben wird eine schwarz-rote Fahne entrollt und ich konnte erst nicht lesen, was da draufsteht, aber jetzt bin ich wieder einigermaßen beruhigt. Die Farben, naja. Steht Viktoria Kahl drauf, da kann man nichts gegen sagen. Ja, ja, ich sehe es jetzt auch, aber als die ausgerollt wurde, da konnte ich das nicht richtig sehen. Habe mich schon leicht provoziert gefühlt und wollte schon meinen Kommentatorenplatz hier verlassen. Ja, auf diese Farbkombination sind wir ein bisschen allergisch. Und zuletzt hat ja der UFC auch gegen FC Struga in rot-schwarzen Trikots gespielt. Also rot-schwarze Kombination. Das war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und wir haben 2 Stunden gebraucht, um uns die Augen auszuwaschen nachher noch.
Ja, und das war wahrscheinlich der Grund, warum wir da, ich sag mal, mit mäßigem Erfolg 0-0 ergurkt haben. Beim nächsten Spiel gegen Klagenfurt war es dann natürlich schon deutlich besser. So, jetzt ist die Möglichkeit. Doug Fuß, der kann ziehen, das macht er auch, hat dort viel Platz. Ja, hat auch den Kopf hoch, jetzt muss die Flanke irgendwann kommen. Ah, oh, Richie Weil war mitgelaufen, hat ihn hinterlaufen. Aber dann hat es nicht gepasst mit der Kombi. Ja, da wollte er kurz auf Richie Wall spielen. Der wäre dann zur Grundlinie durchgegangen und hätte das Ding schön reingebracht. Im Nachhinein weiß man es immer besser. Hätte ihn gleich geflankt. Pelle Hoppe war vorne ziemlich frei. Aber gut, er hat es versucht. Die Idee war nicht schlecht. So, an dieser Stelle sage ich Dankeschön Eugen Wüsslin, unserem Kameramann, und Tim Bossert, meinem Co-Kommentator, sowie unserer reizenden Bildregisseurin Laia Ohanka. Das ist übrigens die Tochter von Thomas Ohanka, der große Bildregisseur der Türkei-Reise, die wir hatten. Und ja, angeleitet aus Deutschland, allen voran von Stefan Schicktanz, der von zu Hause sozusagen ein bisschen Fernsteuerung und Fernschulung ermöglicht hat. Aber das ist auch gut für unser Team, weil so können wir ein bisschen rotieren und so sind wir immer einsatzfähig. Ja, das sind wir. Und die Kickers sind jetzt einsatzfähig vor dem eigenen Strafraum. Der Ball war jetzt kontraproduktiv von Richie Weil. Vor dem Strafraum spielt man nicht quer und schon gar nicht zum Gegner. Gut, jetzt. Ja, da hat der OFC seinen Schaff da hinten in der Box, ne? Die Aschaffenburger drücken da hinten schon ganz gut rein. Ja, sie haben schnelle Leute da und sie stellen uns vor Probleme. Aber ich sag mal, die Probleme, die wir da hinten haben, die machen wir uns selber momentan. Also das muss nicht sein. Die Flanken, die da reinkommen, die kann man auch im Vorfeld schon unterbinden, finde ich. Ja, wir sind ja hier über die Landesgrenze gefahren. Wir sind ja hier im Bayerischen. Entsprechend auch hier einige Viktoria-Fans. Ich sehe sogar ein Fähnchen dort vorne. Also klar, die Überzahl vielleicht hier doch OFC-Fans. Aber ja, es ist schön, dieser sympathische Club vom Schönbusch in Ascheberg. Ja, und da haben wir ja schon öfters die Klingen gekreuzt. Du weißt dazu mehr? Ja, ich hatte ehrlich gedacht im Vorfeld, als ich das mal recherchiert habe, wir hätten schon öfters gegen die Viktoria aus Aschaffenburg gespielt, aber es waren wirklich nur 10 Spiele. Die Bilanz spricht für die Kickers da. Die Viktoria hat einmal gegen uns gewonnen. Das war allerdings in der gemeinsamen Zweitliga-Zeit, in der Saison 88-89. Da haben sie mal gegen uns gewonnen. Ansonsten sieht die Bilanz so aus. Ist Aschaffenburger wieder gefährlich? Ja. Ja, denn da ging er dort vorne. Allerdings war es nicht der ballführende Spieler. Kam dort zu Fall im Strafraum. Also weiter die Viktoria. Und der OFC, ja, mit dem Entlastungsangriff vielleicht, Fragezeichen, ja. Jawohl, jetzt sehr schön, langer Ball auf die rechte Seite. Vierrad muss warten. So, jetzt Moritz Hartmann vorne in der Box, jawohl. Nimmt den Ball an, spielt weiter zu Pelle Hoppe. Ja, schade. Da ein bisschen kompliziert, was Hartmann und Hoppe da gemacht haben. Ja, der war halb hoch angespielt, den konnte er nicht unter Kontrolle kriegen. Das war ein bisschen schwierig. So, aber wir sind weiterhin im Ballbesitz. Strafraum, Ball wird rausgeschlagen. So, und jetzt hat die Viktoria die Chance zum Konter, wobei da nur einer ist vorne. Aber der Ball ist sicher in unseren Reihen. Wir bauen auf. Ja, das war aber eben auch wieder da. In unserem Strafraum, da war einer von uns gegen zwei Blaue und ja, ich sag mal Rettung in letzter Not. Also das war in der Türkei beim letzten Spiel gegen Klagenfurt, sah das deutlich besser aus in der Abwehr. Auf jeden Fall, das war wie aus einem Guss, das muss man ganz klar sagen. Und ja, wir waren bei Aschaffenburg stehen geblieben, wie gesagt, 5. Platz, Regionalliga Bayern. Also erfolgreicher in diesem Jahr als der OFC bis hierhin zumindest. Und dennoch in Anführungszeichen, aber jetzt aufpassen, aufpassen, gefährlich. Ja, naja, dann am Ende war es dann doch nicht mehr so gefährlich. Aber ja, eine nächste Chance und das muss man ganz klar sagen, Chancenverhältnis würde ich sagen 3-1. 3-1 oder 4-2, ja, das ist richtig. Wobei, das, ja, wenn wir mal auch zwei halbe Chancen bei uns zu einer zusammenzählen. Nee, Lars, da hast du schon. Also zwei halbe hat man. Ja, ja, das ist richtig. Also, ja, die machen das geschickt. Wenn sie den Ball haben, geht es übers Mittelfeld sehr schnell. Da brauchen sie zwei Stationen und dann sind sie mit ein, zwei Mann ganz schnell vorne bei uns im Strafraum. Und
Da müssen wir uns drauf einstellen und vor allen Dingen müssen wir das abstellen. So, jetzt kommt die Ecke reingeschlagen, lang und hoch. Trabant. Gut gemacht, Trabant. Ja, super gemacht von Trabant. Ja, wir waren bei Aschaffenburg. Trotz des Erfolges nur 1200, 1300 Zuschauer im Schnitt. Ja, der Zuschauerschnitt, der war auch schon mal niedriger, aber im Moment ist er so hoch wie noch nie. Nee, letzte Saison hatten sie einen Schnitt von 1200. Im Moment liegen sie bei auch 1230. Es sind 10 Heimspiele gespielt, aber das ist so der Zuschauerschnitt, den sie haben in den letzten Jahren, um die 1000 bis 1200. Du hast vorhin die Viktoria hier verortet nach Bayern. Das ist zwar geografisch ganz richtig, aber laut Wikipedia gelten sie als der erfolgreichste Fußballverein der Region Bayerischer Untermain. Ich vermute mal, da legen die großen Wert drauf, denn in Franken möchte natürlich nicht als Bayer bezeichnet werden, das wissen wir ja. Das sind Unterfranken. Das sind Unterfranken. Man muss dem lieben Gott für alles danken, sogar für einen Unterfranken. Lars, das ging jetzt aber nicht über den Sender, oder? Doch, aber das ist doch ein allgemein gängiger Spruch. Das sagen doch die Oberfranken über die Unterfranken und die Mittelfranken. Ja, die sind doch da alle unter sich nicht so ganz eins. Ja, genau. Das ist wohl. So, Lars, was machen wir jetzt? Trenhoca kommt gerade hier. Ah. Eike, du machst Tren. Hier oben. Also. Der wusste gar nicht, wo es herkommt, weil wir sind hier 4 Meter über ihm geschwebt. Ja, er wird nachher seinen Einsatz haben für die Bayern aus Alzenau. Ich lief hier gerade vorbei mit seiner Tasche und wir haben ihn mal freundlich begrüßt, so wie sich das gehört. Meine Bildregisseurin lästert über mich. Sie sagte, also ich hätte ja so auch die Statur und die Figur so, dass ich immer nur schwebe, so über allem so, ne? Merkst du das? Lars, es ist ja so, wenn man dich festbindet, dann kriegst du Bodenhaftung, ansonsten schwebst du immer etwas auf Wolke 7. So, jetzt gibt's Einwurf für die Viktoria von der rechten Seite. In unserer Hälfte. Richie Weil hat da aufgepasst. So, jetzt könnte es schnell gehen, geht aber nicht schnell, denn die Viktoria hat den Ball wieder. Ja, aber was mir wirklich auffällt, wir sehen hier schon wieder Serkan Firat. Links hinten. Also er ist bis jetzt der Spieler bei uns, der das größte Laufpensum hat. Wenn ich wir das haben ihn sehe. Für vorne rechts verortet und er ist hinten links. Ne? Ja. Also, ja. Ist wie es ist. Und der geht ins Auge. Oh, hat er noch gekriegt, du. Akrobatisch, hast du das gesehen? In einem Kung-Fu-Stil. Artistisch, ganz klarer Fall. Ah, die sind schon sehr, sehr giftig und quirlig. Schon eine gute Mannschaft, Viktoria Aschaffenburg. Hier. Was ich jetzt sagen muss, ich weiß jetzt nicht, was es da zu pfeifen gibt. Aber er hat es gepfiffen. Und Richie Weil beschwert sich auch nicht. Es gibt ja eine neue Regel. Ich weiß nicht, gilt die in der Regionalliga auch? In der Bundesliga gibt es ja die Regel, sobald ein Spieler gegenüber dem Schiedsrichter den Mund aufmacht, gibt es eine gelbe Karte. Kenne ich nicht. Nee, das ist jetzt seit dieser Saison neu. Also wurde auch schon reichlich davon Gebrauch gemacht. Das ist natürlich so eine grundsätzliche Frage. Wer macht diese Regeln? Also meiner Ansicht nach können das nicht Menschen sein, die jemals auf dem grünen Rasen gestanden haben. Denn dass ein Spieler während dem Spiel, wenn es um viel geht, auch mal emotional ist, ist ja klar. Und dass er sich dann auch mal beschwert, ist auch klar. Es kommt natürlich auf die Wortwahl an. Aber da muss man dem Schiedsrichter vielleicht so viel Freiheit lassen, dass er mal sagt, Junge, pass mal auf, ich treffe die Entscheidung und das nächste Mal gibt es den Karton, aber die Maßgabe vom DFB ist nun ganz klar, sobald einer motzt oder meckert beim Schiri, sich beschwert, gibt es Gelb. Ja, irgendwann hat man es dann geschafft, dann nimmt man jegliche Emotionen aus dem Fußball raus, da brauchen wir auch gar nicht mehr anpfeifen, dann, ja, dann spielen nur noch Roboter gegeneinander. Spielen wollte ich gerade sagen, genau, du nimmst mir das Wort aus dem Mund, dann lassen wir Roboter spielen hier. Lars, wenn du möchtest, solange das Spiel da im Mittelfeld ein bisschen hin und her plänkelt, kann ich ja noch ein paar Gemeinsamkeiten zum Besten geben, die uns mit Viktoria Aschaffenburg verbinden. Gerne, immer bei. Also Viktoria Aschaffenburg war auch mal Hessen-Pokalsieger. Wir waren es natürlich öfter. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht genau wie oft, 6 oder 7 Mal.
Die Viktoria war es einmal, nämlich 1991. Da haben sie noch in der Hessenstaffel gespielt. So, jetzt hier völlig frei auf der rechten Seite. Ja, und du siehst, Lars, im Strafraum haben wir diesmal leichtes Übergewicht, Trabant, sichere Beute. Abgeworfen zu Richie Weil. Jetzt könnte es schnell gehen. Pelle Hoppe läuft hier raus. Ja, das dauert etwas. So, ja, Serkan hat die Seite tatsächlich gewechselt. Jetzt ist er links. Volk auf links, ja. Und Hartmann eher dann ein bisschen rechts raus. Ja, immer noch der FC. Pelle Hoppe, der Neuzugang. Hacke Spitze. Immer noch. Duckfuß jetzt. Muss die Flanke kommen. Erstmal einen Haken geschlagen. Und versprungen. Weg ist er. Den wollte er kontrollieren, den hat er nicht kontrolliert. Er ist ins Tor ausgegangen und demzufolge gibt es Torabschlag für die Viktoria. Ja, die Ansätze sind gut. Was mir nicht so ganz gut gefällt, ohne jetzt zu sehr kritisieren zu wollen, aber die Flanken, die wir da reinschlagen, die kommen entweder nicht an oder sind zu harmlos. Das sieht bei der Viktoria etwas besser aus, aber wir haben ja den Trabant da hinten. So, versuchtes Zuspiel auf die linke Seite bei der Viktoria, hat nicht funktioniert. Einwurf für die Kickers, Mike Vetter wirft, Serkan Vierrad, ja, kann sich da nicht durchsetzen. Oh, da hat er aber ganz schön gezogen, doch, der Vierrad. Also, aber erstaunlich, wie die Aschaffenburger hier, die gefallen mir richtig, richtig gut. Die sind nicht nur hellwach, sondern auch körperlich voll da. Und guck dir das an, blitzsauber, das ist ja die Nummer 7. Die wir hier ins Buch geschrieben haben, 1-0. Ja, ja, und das war die Nummer 11, glaube ich, oder? 34. Minute, 1-0 Aschaffenburg und das geht mehr als nur in Ordnung. Und wir schauen dann auch mal rein, wie es denn genau gefallen ist. Da gucken wir nochmal. Ja, dann kommt das Bällchen über die linke Seite. Das ist er, unser Mann, auf den wir achten wollten. Und dann wird abgestaubt. Ja, aber Tim, das können wir uns nicht beklagen, denn das war überfällig. Ja, das war überfällig. Und du siehst auch hier wieder, gut, der Schuss kann passieren, dass er von da schießt. Trabant klatscht ihn ab, den kannst du nicht festhalten. Aber was mir viel mehr Sorge macht, ist, dass dann da wieder einer völlig frei steht und das Ding einfach reinmacht. Ja. Ja. 1-0 Aschaffenburg. Und das deutete sich schon so ein bisschen an. Ja, also sie spielen beide in derselben Formation, im 4-4-2, aber die Viktoria macht es irgendwie besser. Geil gemacht von Sikora und dann der Kopfball von Weil. Auch eine gute Aktion und vielleicht können wir da auch nochmal reinschauen. Weiß ich nicht, ob wir es haben. Wir gucken mal. Also Sikora hat ihn da richtig schön vernascht. Ah, da sind wir schon vorbei, ne? Da war es schon, alles klar. Sind wir ein bisschen spät gewesen. Und jetzt Moritz Hartmann. Ja, Serkan Vierrad. Ja, auf der anderen Seite war niemand links. Ja, weil rechts, da hätte nämlich er stehen müssen. Rechts, hätte er zu sich selbst passen müssen. Aber aufpassen, aufpassen, aufpassen. Meine Herren, meine Herren! Oh ja, das war optimistisch gespielt. Trabant hatte seinen 16er verlassen. Konnte den natürlich nicht in die Hand nehmen. Gut, wir haben den Ball im Mittelfeld. Also jetzt geht nochmal zurück zu Mike Vetter. So, jetzt bauen wir auf. Duckfuss ist hier frei, kriegt den Ball. Ja, wollte kurz spielen. So, jetzt mal eine schöne Flanke rein. Pelle Hoppe. Oh! Ja, gute Möglichkeit für den OFC jetzt. Ja, ja, ja. Hartmann kommt ein Ticken zu spät. Ja, und Gashi war wohl der Torschütze auf Aschaffenburger Seite. Aber jetzt schauen wir erstmal hier in die Szene des OFC. Da kommt die Flanke. Gut vorne rein, Hartmann. Knapp übers Tor dann weg. Das können wir noch zu Ende spielen. Können wir noch zu Ende spielen, da haben wir es nochmal. Ganz in Ruhe. Duckfuß mit dem langen Ball. Und da springt er rein. Ja, 2 Meter übers Tor. Ja, also Gashi hat getroffen. 34. 1-0 für Aschaffenburg. Und der Mann mit der Nummer 7, das ist Schnitzler, glaube ich, heißt er. Schnitzer, ja. Der hat die Vorarbeit geleistet. Und auf den sind wir ja schon hingewiesen worden. Es sei eine Rakete. Es sei eine Rakete, ja, das hat er eben bewiesen, sehr schnell. So, jetzt sind wir in der Vorwärtsbewegung hier mit Pelle Hoppe. Schade, auch der kam nicht an. Ja, da ging der Arm raus. Schiri stand daneben. Kann man auch mal pfeifen, oder? Da muss man pfeifen, meiner Ansicht nach, aber er hat es nicht getan. Und nur das zählt. So, die Viktoria jetzt im Gegenangriff. 4 Mann in unserer Hälfte.
Da rücken noch welche auf. Den haben wir uns schön zurückerobert. Kickers bauen auf. Ja, du hast aber gesehen eben, Lars, wenn es schnell geht und wenn die Flanken richtig scharf und direkt da reingeschlagen werden, das sind halt zwei Spieler, die wir da vorne drin haben. Mo Hartmann und der Pelle Hoppe, da können die was damit anfangen. Aber die Bälle müssen halt danach kommen. Wobei ich wirklich ein bisschen überrascht bin, dass die Aschaffenburger wirklich auch bei dem Stand der Trainingsvorbereitung, denn die haben ja, glaube ich, noch 3 Wochen, bis sie da richtig einsetzen, ja, wirklich ein gutes Spiel machen. Klar, der OFC immer noch vielleicht leichte Spielanteil-Vorteile, aber körperlich muss man sagen, die Aschaffenburger machen das richtig gut. Also die stellen gut zu, sind immer wieselflink und überbrücken auch schnelles Mittelfeld. Also insofern passt das schon, hatten die besseren Chancen. Ja, wieselflink, du sagst es, das war jetzt ein Versuch, langer Ball auf Saikan Fira, der war aber leider zu lang, den hat er nicht mehr bekommen. Ja, du sagst es, also die Schnelligkeit und das Spielverständnis, das ist bei denen deutlich zu sehen. Das ist ein eingespieltes Team und da stimmen die Abläufe und das merkt man. Ja. Jetzt müssen sie sich allerdings erstmal da hinten befreien und der OFC steht ganz, ganz hoch, presst früh, das ist natürlich genau die Maßgabe des Trainers, hat er gut gemacht. Allerdings Doug Fuß heute nicht den glücklichsten Tag, bis jetzt zumindest, hat jetzt schon einige Male hier den Ball verschlampert. Hat er im Trainingslager ja auch gesagt, war durchaus sehr selbstkritisch, ja, dass da noch mehr geht nach oben. Und das sind vielleicht auch so die Dinge, ein bisschen geradliniger spielen, denn technisch ist er natürlich ein ganz beschlagener Mann. Aber vielleicht besucht er manchmal zu sehr das Dribbling. Ja, das sehe ich auch so. Und wir haben es ja gesehen, er hatte hier eben auch schon 2, 3 Szenen aus dem linken Halbfeld. Wenn er dann den Ball mal schnell in die Box gibt, dann wird es auch gefährlich. So, das war jetzt ein schöner Doppelpass. Michi Kora, der Ball kommt rein. Pelle Hoppe lässt durch. Serkan Firat, naja, also ich sag mal... Den wollte Serkan haben. Aber es geht weiter. Komm, der OFC kommt. Ja, Serkan liegt allerdings immer noch dort. Ja, wobei er ihn nicht nur oben mit beiden Armen geschoben hat, er hat auch irgendwie unten was abgekriegt, aber ich sag mal, für einen Elfmeter war es zu wenig. So, der gegnerische Tormann kümmert sich ein bisschen um. Ja, jetzt geht's weiter. Ja, war nicht wirklich schlimm. Nee, war keine Elfmeter-würdige Situation. Also 40. Minute, 1-0 für der Aschaffenburg, unterm Strich geht das in Ordnung, aufgrund des Chancenplus. Und der OFC nach wie vor bemüht, wie gesagt, steht hoch, versucht früh zu pressen, ja, wechselt auch eifrig immer die Seite, gerade auch Serkan Firat, das haben wir jetzt ein ums andere Mal gesehen, ist hinten, vorne, rechts und links. Also nur irgendwie wirken die Aschaffenburger für mich ein bisschen abgeklärter noch. Ja, das ist so. Wir schaffen es irgendwie nicht gut. Also wir betreiben einen großen Aufwand, das ist richtig. Aber für richtige Torgefahr reicht es bis jetzt noch nicht. Gut, man muss halt auch sehen, Lars, oder was wir nicht wissen, was der Angelo den Jungs gesagt hat. Nur ich erkenne... Das kann ich dir sagen. Geht's raus, spielt's Fußball, schießt Tore, Quinz. Das hat er gesagt. Monstös. Oder war das ein anderer, der das gesagt hat? Ich glaube, es war ein anderer, ne? Das war auch einer, der auch mal Trainer war, glaube ich. Ist aber schon ziemlich lange her. Kaiser Angelo. Kaiser Angelo, der Erste, ganz genau, ja. So, Trabant, ja. Lang nach vorne in die Mitte, da ist niemand. Zu seinem Kollegen rüber auf Aschaffenburger Seite. Ja. Ja, die Aschaffenburger. Ja, aber ihr guckt, der OFC ganz, ganz hoch stehend, immer früh am Pressen. Das klappt schon ganz gut. Das haben wir ja auch im Trainingslager gesehen. Gegen beide Teams. Ja, Doug Fuß. Ja. Wird Abschlag geben. Ja, da hast du recht, Lars. Aber was wir dann auch sehen, ist, wir stehen zwar manchmal hoch und wir pressen auch gut im Mittelfeld dann drauf. Aber wenn es bei denen schnell geht, dann sind wir hinten blank. Nicht richtig blank, aber die haben dann gewisse Überzahl und durch ihre Geschwindigkeit stehen sie ein ums andere Mal frei. So, jetzt versucht die Viktoria, sich da hinten zu befreien. Dagfuss stört. Ja, Richie Weil holt einen Einwurf raus, gibt uns ein bisschen Zeit, uns zu sortieren. Also nicht uns, wir sind sortiert, Lars, den Jungs auf dem Feld. Einwurf, Viktoria. Und das ist Kizilja,
Der sucht jetzt hier Bayer. Und ja, das hat der Mike schön gemacht jetzt, den Ball erobert im Mittelfeld. Vierrad, der zu Mo Hartmann auf der rechten Seite. Müsste jetzt quer spielen, er spielt quer, jawohl, sehr schön. Jetzt muss der Ball nach links rauskommen. Tut er auch zu Dagfuß, jawohl, Dagfuß muss kurz spielen. Hat er schön gemacht mit der Hacke, jawohl. Und es geht weiter, das war gar nichts. Schön, Pelle Hoppe, kommt vorbei. Ja, 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 was gibt's denn? Ecke, Ecke, Ecke für den OFC. Naja, du hast ja vorhin gesagt, was wir gemeinsam haben mit Aschaffenburg. Eines ja, haben wir hier auch im Spiel gemeinsam. Benny Bayer, unser Ex-Offenbacher. Und sein Papa Jürgen Bayer war ja nicht nur bei uns Spieler, auch Trainer, A-Jugend und so weiter. Benny Bayer mit der Nummer 10 hier bei Aschaffenburg dabei. War ja auch lange beim OFC, ging dann auch zu Rot-Weiß Essen. Also der weiß es, was es heißt, für einen Traditionsclub zu spielen. Und der kennt natürlich die OFC-Geschichte, ja, ganz, ganz klarer Fall. Also auf den können wir auch mal schauen, den kleinen wuseligen Benny Bayer mit der Nummer 10. Jetzt aber Eckstoß OFC und das ist Richie Weil. Da kommt er rein, auf den zweiten Pfosten hochgestiegen und hat er schön runtergepflückt, hat er keine Mühe. Und jetzt soll schnell umgeschaltet werden, aber guckt er an, der OFC, das... Oh, da hat er ihn aber. Also das muss ich sagen, das gefällt mir am allerbesten, wie schnell der OFC da umschaltet und so früh, sofort immer da ist, ganz, ganz hoch und früh am Pressen ist und auch jetzt wieder den Ball zurückerobert hat. Also das ist schon wirklich, das ja. Klappt gut. Das haben wir so in der Vorrunde nicht so überzeugend gesehen. Ja, also das soll jetzt auch über den Sender natürlich nicht so rüberkommen, als würden wir hier unseren OFC nur kritisieren, dass es gibt sehr vieles, was schon richtig gut aussieht. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten da hinten, die müssen wir abstellen und vorne vielleicht jetzt der lange Ball. Hoppe, mit Kopfball. Da ist er aber getroffen worden. Ja, da liegt einer im Tor. Wer ist denn das? Hartmann, glaube ich. Nee, Hartmann steht da hinten. Hartmann steht da. Was ist denn das? Schikora vielleicht? Ich glaube, das ist auch nicht. Schikora. Ja, doch, Schikora könnte sein. War eine große Nummer. Haben wir das nochmal in der Wiederholung? Haben wir das? Können wir da gucken? Ja, Schikora, das haben wir. Kriegen wir die Szene noch, oder? Ja, da kommt sie. Also gucken wir mal rein, was da genau war. Ich glaube, es bricht kurz danach ab. Naja, okay, kann man nicht zu Ende sehen. Aber jetzt wird es weitergehen. Aber er liegt immer noch da, Schikora. Regt sich nicht? Ich glaube, es ist weniger dem Umstand geschuldet, dass sie zusammengeprallt sind, als vielmehr der Tatsache, dass er wohl mit dem Kopf unglücklich aufgeschlagen ist. So wie ich das von hier oben sehe, sind die Betreuer auch da in der Region Kopf-Hals zugange. Pelle Hoppe steht dabei. Regt da wenigstens die Hände. Ja, ja, ich glaube, da passiert was. Nee, der Mike steht dabei. Ja, also sie helfen ihm auf. Ja. Oh, das sieht nicht wirklich gut aus. Das ist Jörn Klümper, unser Physiotherapeut, war ja auch mit in der Türkei, hat die magischen Hände. Aber hier ist es nicht so einfach getan mit den magischen Händen, ja. Denn der ist noch ziemlich benommen, scheint wirklich irgendwie auf den Kopf gefallen zu sein da, ne? Ja, man hat es gesehen. Also es war beim Kampf um den Ball, der Tormann kam raus. Natürlich im 5-Meter-Raum kein Foul, gar nichts. Ein normaler Zusammenprall, normaler Zweikampf. Und dann ist er wohl unglücklich aufgeschlagen. Da gab es ja schon die tollsten Dinger, Lars. Da gab es ja Spieler, die sich ein Stück von der Zunge abgebissen haben oder einen Zahn verloren haben, die sich am Nacken verletzt haben. So, aber hier geht es weiter auf der linken Seite. Dagfuß zu Weil, Weil zurück zu Dagfuß, wieder zu Richie Weil. Der wechselt jetzt mal die Seite, macht er sehr schön. Also wir sind hier schon in der Nachspielzeit. Jeden Moment wird es hier Schluss sein, obwohl es ein paar Unterbrechungen gab. Insofern ist es richtig, dass nachgespielt wird. Ja, aber da ist es passiert. Wir sind dann gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. Ich habe ein Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel. Kickers auf den Bach. Kickers auf den Bach.
Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor den nächsten Letzten. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Herr Manuva erzielt den Ausgleich. Womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel. Kick es auf den Bach. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor den nächsten Letzten. Hopp. Hop. Hop.
Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, geschieht 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang ein Spiel gespielt. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Geht wieder bei 0 los und da müssen wir halt sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen, vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste Letzbring. Hopp. Hop. Vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Hop. For the next week. Hop.
Hop. Gute Nächte, recht bringen. Hop. Hop. Ohne alle Nächte. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8.30 Uhr. So, dann wird es gleich weitergehen in der zweiten Halbzeit. Wir haben schon mal ein bisschen geschaut. Bis jetzt sieht es so aus, als ob es so weitergeht, wie wir aufgehört haben. Könnte sein, dass es nochmal einen Wechsel gibt, ganz klar. Aber jetzt schauen wir erstmal hin. Und dann sind sie eigentlich alle wieder da. Und das Beste und das Wichtigste überhaupt, muss man sagen, ist, dass Schikora wieder voll da ist. Denn den hat es ja ein bisschen gebeutelt hier. Lag ja lange hier im Tor. Aber es kann weitergehen. Es hat ihm nehmen. Ja, wir haben es gerade auch aus der Kabine erfahren. Also alles okay bei ihm. Bisschen durchgerüttelt worden, durchgeschüttelt. Aber eine biebere Eiche, die wankt nicht. Ob der Schikora wirklich eine biebere Eiche ist, weiß ich nicht. Aber also Lars, grundsätzlich jeder, der auf dem Bieberer Berg spielt, ist ein Bieberer. Ah, diese Diskussion, die könnte man weit, weit führen, denn die Biberer waren ja früher gar nicht so sehr dem OFC zugewandt. Denn der OFC ist ja ein Offenbacher Verein und die Biberer waren ja immer was ganz, ganz Eigenes. Ja. Da gab es ja einige, die dann ja zum Trotz diesem anderen Club sympathisiert haben. Ja, aber der Exerzierplatz, der dann später zum Biberer Berg wurde, das ist ja Offenbacher Stadtgebiet. Also weiter wird's gehen. Pelle Hoppe, der wird anstoßen, während hier noch einmal der Zug vorbei rast und dann geht es weiter mit der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, gewechselt wurde nicht. Und jetzt spielt der OFC auf den nicht mehr vorhandenen Ball dort hinten auf der rechten Seite. Also jetzt hier alles weggeblasen im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen sind wir ja auch hier. Benefizturnier für die Sturmschäden. Beseitigung. Ja, jetzt geht's weiter. Und mal sehen, ob der was sagt, dass die Aschaffenburger vielleicht gewechselt hin. Naja, also anscheinend haben die Aschaffenburger auch nicht gewechselt. Und nee, das sehe ich auch so. Mir ist übrigens aufgefallen, Lars, dass wir, wenn wir gegen Aschaffenburg spielen in letzter Zeit, dann ist es im Februar. Und zwar fast immer so in derselben Woche, sogar am selben Tag. Wir hatten ein Spiel am 2.2.2014. Das haben wir 5-0 gewonnen. Dann haben wir letztes Jahr in der Vorbereitung hier gespielt, am 2.2. Und heute ist der 8.2. Ein Jahr später spielen wir schon wieder hier. Ja, jetzt muss ich aber doch mal sagen, wir haben gesagt, es wurde nicht gewechselt, es wurde aber doch gewechselt. Seidel ist im Tor. Also das wollen wir nicht unterschlagen. Ganz klarer Fall. Und der gibt auch von hinten schon kräftig Anweisung. Ja. Ist wohl ein Test, denn wegen der Leistung wird er den Trabant nicht rausgenommen haben. Denn wenn er nicht gewesen wäre, dann würden wir hier... Wahrscheinlich war das auch so verabredet, ich weiß es nicht. Ja, da gehe ich mal aus davon. Also, das war ein Rückpass von Mike, der fällt in die Kategorie riskant. Wir haben den Ball wieder schön Richie Weil von Duckfuß angespielt, gleich raus auf Mo Hartmann. Ja, leichter Zusammenprall, gibt trotzdem Einwurf für uns an der linken Seite. Erstmal zurückgeworfen. Richie Weil im Mittelfeld. Ball kommt zurück auf die linke Seite. Recht. Ja, jetzt soll es schnell gehen mit dem Doppelpass. Genau, Schikora mit der Flanke vorne rein. Das sieht gut aus. Aber da ist natürlich hier vorne keiner in der Spitze. Und so kann sich Aschaffenburg erst einmal befreien. Mike Vetter. Und den Ball zurückerobert, ja. Hartmann in der Mitte. Duckfuß gefunden. Wieder Hartmann. Weil rechts rausgelegt. Mike Vetter. Duckfuß. Weil. Ja, jetzt gibt es ein bisschen Raum. Schikora auf der linken Bahn. Oh, schade.
Ja, der wollte dann vorbeilegen. Wenn er es geschafft hätte, der Raum war schön frei, hätte er bis zur Grundlinie gehen können. Wir hatten 3-4 Mann in der Box, aber hat leider nicht geklappt. So, jetzt geht's weiter zentral. Ja, ja, schön abgezogen von Duckfuß. Nachschussmöglichkeit, Pelle Hoppe. Er macht das Tor. Also, 1-1. Ja, das ist jetzt im Grunde sein drittes Tor in Folge. Nee, er hat ja doch, er hat zweimal getroffen im Trainingslager. Und jetzt hier erneut. So, und wir schauen nochmal rein. Also, da haben wir die Szene. Ja, Duckfuß zieht ab. Und da muss ein Mittelstürmer stehen. Pelle Hoppe sagt Dankeschön. Reimt sich sogar, hast du das gesehen? Ja, ja, das war im Grunde genommen eine Doublette von dem Tor, was wir gefangen haben. Ein abgewehrter Schuss in den Strafraum. Warte mal gerade. Der Strom gerade. Ja, das ist hier das Ding, das ist hier. Hier steht alles unter Strom. So, also. Ja, okay, also habe gerade gemerkt, dass unser Mikrofon unter Strom steht. So, jetzt wunderbar in die Box gespielt. Nochmal zweiter Ball. Nee, Mike kommt nicht mehr dran. Ja, aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Zugriff, Lars. Was meinst du? Alle unsere Tor beflügeln natürlich und das soll es auch sein. Jetzt Serkan Firat auf der rechten Bahn. Ja, geht er erstmal in den Firat-Kreisel. Vetter. Oh, Mike hat er vertändelt, ja. Den hat er vertändelt, leider. Ja, aber wir stehen nach wie vor hoch, aber wir haben jetzt mehr Zugriff. Wir holen uns die Bälle und die Zuspiele klappen besser. Ja, da gibt es Freistoß für uns. Serkan gehalten worden. Wird noch ein bisschen zurückverlegt. Schiedsrichter nimmt es sehr genau, okay. Aber recht hat er. Da an der Stelle. Also Freistoß OFC. Richie Weil und Serkan Firat. Ich sage mal, Serkan Firat wird ihn reinschlagen. Ist ja. Ah, kurz angetippt, weil jetzt nimmt ein Vierrad mit, aha. Neue Variante. Oh, das war gut. Ja, vorne rein. Jetzt muss die Flanke kommen. Mike Vetter. Eckball wird es geben. Ecke, 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 würde Lars Kissner jetzt sagen. Ja, Richie Weil wird die ausführen. Wahrscheinlich wird sie kurz ausgeführt. Vierrad ist da. Nein. Oder Zack, ja. Ja, wir haben jetzt die Stromquelle auch entdeckt, aber jetzt gibt es erstmal Ecke. Hier ist ein Geländer vor uns und das Ding steht tatsächlich unter Strom. Es ist unfassbar. Ja, jetzt steht Richie Wall kurz. Serkan wird ihn wahrscheinlich dann doch lang reinbringen. Es ist von hier nicht ganz gut zu sehen. So, ja, kommt der Ball lang und weit. Ja, jawohl. Erstmal mit dem Kopf geklärt. Duckfuß. Ich denke, wir legten sich erst nochmal auf den richtigen Schlappen. Genau, erstmal vorbei und dann kommt die Flanke. Jawohl, sehr schön. Ja. Oh, Hartmann, schön gemacht. Einsatz, ja, weiter geht's mit dem OFC. Richie Weil, Firat. Und da gibt's wieder Ecke. Ja, von der rechten Bahn. Also der OFC, ihr kommt aus der Kabine und gebt richtig Vollgas. Ja, man sieht's, die Jungs haben sich was vorgenommen. Und noch ist es ja nicht zu spät, dass wir zumindest das Ergebnis wiederholen, was wir am 2. Februar vergangenen Jahres hier erzielt haben, nämlich einen 2-1-Sieg. Nicht hier, sondern in Aschaffenburg tatsächlich. Victoria steht. Ja, ziemlich hinten drin. Macht kaum Anstalten, da den OFC aus dem Spielrhythmus zu bringen. Und so sollte der OFC vielleicht jetzt gleich nachlegen. Ist immer leicht gesagt. Ist immer leicht gesagt, ja. Aber zumindest der Zug nach vorne, der ist jetzt deutlich spürbarer bei uns. Ja, da gibt er Hand. Aus 1,50 Meter angeschossen. Gut, solange sowas nicht im Strafraum passiert. Das ist beruhigend. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, Lars, aber kann es sein, dass wir auf Dreierkette umgestellt haben? Oder ja, sehe ich das nicht? Sieht so aus. Na gut, das muss man dann in der Rückwärtsbewegung auch sehen. Aber ja. Scheint so zu sein. Also, Neuaufbau Aschaffenburg. Was heißt Neuaufbau? So in der zweiten Halbzeit waren sie überhaupt noch nicht so richtig in unserer Hälfte, oder? Wir lassen sie nicht zum Spielaufbau kommen. Das war eben auch wieder deutlich. Er wusste nicht, hatte vorne keine Anspielstation, ging zum Tormann zurück. Jetzt mal ein langer Ball nach vorne, aber haben wir schön geklärt. Seidel mit dem Schlag nach rechts. Schön gemacht von Vierrad. Ganz hervorragend gemacht mit der Brust. Erstmal mitgenommen und dann mit dem Kopf zum Mitspieler gebracht. Das war nicht einfach in Bedrängnis. Also was Serkan Firat hier zeigt, das gefällt mir wirklich gut. Hohe Laufbereitschaft, kämpft, ist auch hinten zu finden. Der Junge will es wirklich wissen, scheint mir. Ja,
ist zumindest top motiviert, ganz klar. Richie Weil. Und das ist Seidel, kam in der Halbzeit für Trabant. Vetter, Zielinski. Der Mann hat Übersicht, der könnte noch ein bisschen gehen. Ja. Diersen weitergeleitet, Serkan Firat. Vetter. Ja, hat man, aber da ist so recht niemand. Ja, das war in den sehr freien Raum, zumindest was OFC-Spieler im Strafraum angeht, da war nämlich keiner. Aber wir haben den zweiten Ball, Aufbau über links, ja, das war ein Versuch, schade. Das Zuspiel eben zum Beispiel, sowas, das sind so Dinge. Wenn die noch richtig kommen, dann wird es brandgefährlich. Leider ist er nicht gekommen, aber die Idee war gut. Und ja, wir haben den Ball nach wie vor. Zielinski, Mike Vetter. Und Zielinski. Ja, genau. Ja, ich lerne das noch. Du hast natürlich einen Vorsprung. Du hast mit ihm ein Trainingslager zusammen verbracht und hast ihm Hessisch beigebracht. So, das war Albrecht. Auf der linken Bahn geht es weiter mit Schickgorra und Duckfuß. Ja, soll er in den Laufweg kommen. Betonung liegt auf Soll. Aber der UFC bleibt zumindest im Ballbesitz. Also sehr agil über die linke Bahn. Jetzt muss die Flanke kommen. Ja, spiele erst nochmal zurück. Das war zu kompliziert. Aber noch einmal. Schickora. Zieht ab. Ja, warum denn nicht? Und Pelle Hoppe. Der steht zumindest wieder dort vorne. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, haben wir das nochmal in der Wiederholung? Ja, dann gucken wir mal rein. Also ich finde, da darf man auch gerne mal pfeifen, und zwar Strafstoß. Denn so wie er... Ja, ich finde, er ist ein bisschen draufgelaufen auf den Torwart. Naja, Ich glaube, er ist draufgelaufen auf den Torwart. Nee. Oder? Wir gucken nochmal. Ja, gut, der Torwart kommt ihm schon entgegen. Er kommt ihm schon entgegen, aber... Nee. Ja, aber... Pelle Hoppe, wo müssen wir gerade gucken, ist er denn wieder auf den Beinen? Ja, da vorne steht er. Ja, das macht Spaß, dem Jungen zuzuschauen, ne? Der weiß sich da vorne in Szene zu setzen. Der weiß, wo das Tor steht, der ist schnell und hat auch ein Verständnis dafür, für die Situation, wo der Ball als nächstes hinkommt. Er wird leider zu wenig gefüttert, finde ich. Also er müsste mehr lange Bälle kriegen da vorne. Ja, das hat der Mike schön gemacht. Ah, klasse gemacht von Mike Vetter. Großer Einsatz. Ja, und einen Einwurf rausgeholt. Hervorragend, Mike. Schön und gleich geworfen. Der Mann mit der neuen schicken Frisur. Und dann geht es über Zielinski raus auf Albrecht. Und das ist Schickgorra. Albrecht. Ja, und du siehst da hinten, Angelo Balletta steht da und winkt wie früher Rudi Gutendorf. Weißt du noch, Lars? Rudi Gutendorf. Kudo Klötzer. Rudi Gutendorf stand immer an der Seitenlinie und hat wie so eine menschliche Windmühle mit den Armen gerudert und seine Jungs nach vorne getrieben. Das hat der Angelo eben auch so gemacht. Ja, die Maßgabe ist klar. Jungs, ihr müsst was machen hier. Wir können uns ja hier nicht mit einem 1-0 begnügen oder mit einem 0-1. So geht's ja nicht. Also nee, der UFC, der will jetzt auch mehr, ganz klar. Hat ja sofort hier nach der Halbzeit die Initiative ergriffen. Von da an spielt eigentlich nur der UFC, das muss man ganz klar sagen. Das war in der ersten Halbzeit doch von der Spielanlagen her ziemlich ausgeglichen. Ich würde sagen, der UFC vielleicht ein Ticken mehr Ballbesitz, aber die Aschaffenburger einfach gefährlicher. Körperbetonter. Und hier ist es jetzt ganz anders. Der UFC hat das fest im Griff. Da sieht man mal, wie man mit Statistik lügen könnte. Ne? Wenn man jetzt sagen würde, naja, seit der Dominik Trabant nicht mehr spielt, spielen wir besser. Aber ist natürlich Quatsch, weil der hat uns in der ersten Hälfte wirklich zweimal hervorragend im Spiel gehalten. Und also ich glaube, jetzt wird es hier nochmal gleich einen Wechsel geben. Der Bomber macht sich warm. Auch Campagna, Garic und Lemmer. Aber jetzt schauen wir erstmal hin, denn der UFC kommt erneut. Mike Vetter. Ja, leider ist das Zuspiel ein bisschen verunglückt.
hat es ihn sehr weit rausgetrieben, fast bis an die Eckfahne. Aber wir sind jetzt in Strafraumnähe. Serkan Firat dribbelt sich da ab, spielen wäre besser, jawohl, hat er gemacht, hat er erhört, wird Einwurf geben für die Viktoria, leider. Und der Schiedsrichter deutet einen Wechsel an. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht, Lars, wer jetzt wechselt. Gibt es einen Wechsel bei uns? Ich kann es von hier nicht sehen. Spiel ist unterbrochen. Es sollen. Na, zu dem Wechsel kommt es jetzt wohl doch nicht. Doch. Es muss eine Entscheidung geben. Muss ein Sieger von dir geben. Aber wie der Modus ist. So, bei uns ist, wenn ich das richtig sehe, Mo Hartmann rausgegangen und reingekommen ist Daniel Hecht-Zirpel. Habe ich Daniel gesagt? Ich entschuldige mich in aller Form und korrigiere das hiermit. Niklas Hecht-Zirpel. Ja, wir haben eben gerade auch so ein bisschen gegrübelt, wie ist das eigentlich, wenn es hier beim Unentschieden bliebe, denn wir brauchen ja einen Gewinner, um zu wissen, spielen wir morgen um 14 Uhr oder um 16 Uhr und wir haben es zwar jetzt noch nicht endgültig bestätigt bekommen, aber eigentlich kann es gar keine andere Lösung geben, als dass es danach sofort ein Elfmeterschießen gibt, denn das nächste Spiel ist ja auch schon angesetzt danach und das ist ja ohnehin jetzt schon das lange Spiel mit 90 Minuten und dass das nochmal verlängert wird um 2x15, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, macht keinen Sinn, glaube ich auch nicht, tut mir keinem einen Gefallen mit, die anderen warten ja auch. Nee, da hast du recht, Lars, das wird dann, wenn es so bleibt, zum Elfmeterschießen kommen, aber ich glaube nicht, dass es zum Elfmeterschießen kommt. Nee, der OFC kann das und soll das ja auch vorher entscheiden. Ich gehe mal aufgrund der gezeigten Leistung bis jetzt in der zweiten Hälfte davon aus, dass wir das Ding nach Hause schaukeln. Albrecht. Ja, also Niklas Hecht-Zirpel ist jetzt im Spiel für Moritz Hartmann gekommen. Und Seidel, den haben wir auch schon seit der Halbzeitpause jetzt hier mit auf dem Platz. Mike Vetter. Ja, trinkt er erstmal rein. Kommt er an? Fragezeichen. Ah, Schikora im Zweikampf. Und Einwurf Aschaffenburg. Ja, die Aschaffenburger. Ich habe mitgezählt, also viermal in unserer Hälfte in der zweiten Halbzeit. Oder nennenswert in unserer Hälfte, sage ich mal. So ein langer Ball, ja der Junge ist schon schnell hier, ne? Ja, Schiedsrichter hat sich lange Zeit gelassen mit dem Pfiff, aber dann kam er, jawohl, wird sich abgeklatscht. War kein Foul in dem Sinn. Aber eine Freistoßsituation, sagen wir mal. Ja, Seidel ist ja auch ein mitspielender Torwart. Aber jetzt erstmal aufpassen. Ah, Schikora klärt dort. Ja gut, er hat den Ball zurückgespielt zum Torhüter und er nimmt dann mit der Hand auf. Ist auch ein bisschen merkwürdig, dass der Schiri das nicht gesehen hat. Ne? Denn das war... Mir hat auch gerade etwas der Atem gestockt, ja, weil normalerweise gibt das einen indirekten Freistoß. Ne? So, Serkan jetzt auf der rechten Seite, ja, er... Ich spiele ihn lieber ab, Seidel, komm. Mike Vetter abgespielt, sehr schön. In die Mitte. So. Ja, das war kein Foul. Viktoria jetzt in der Vorwärtsbewegung wieder. Ja, aber da haben wir den Ball sicher zurückerobert. Und bauen wieder auf über Zelenetski. Zelenetski, genau, da ist er wieder am Ball, ja. Und Serkan Firat, ja. Ja, kommt sogar an. Mike Vetter. Ja, war schwierig, daraus eine direkte Flanke zu produzieren. Aber der OFC bleibt zumindest im Ballbesitz, sage ich, und strafe mich Lügen. Albrecht. Lukas Albrecht, ja. Und der Mike, schön gekämpft, den Ball. Jawohl, da haben wir ihn wieder. Serkan muss warten. Worauf eigentlich? Da sind doch noch zwei frei. Jawohl, jetzt kommt der lange Ball.
etwas zu lang. Nee, Fuß, Dackfuß. Er ist noch im Spiel. Ja, wunderbar. Muss er kurz spielen? So, Reinhard, nee, hat er nicht gemacht. Ja, das sollte auf Pele Hoppe kommen. Das war der Versuch einer schnellen Ablage. Oh, aber Missverständnis, aber... Ja, 2-1 da. Gut, das wird Eckball geben für die Viktoria. Ja, ja, von der rechten Seite. Lars, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gab sogar mal sowas wie eine Fanfreundschaft zwischen den Anhängern der Viktoria aus Aschaffenburg und OFC-Fans. Das war in den 80er Jahren. Ja, die Kickers haben da in den niederen Gefilden gekickt. Und wenn man mal höherklassigen Fußball sehen wollte, die Aschaffenburger waren damals in der zweiten Liga, dann ist man natürlich, bevor man Richtung Westen in die verbotene Stadt gefahren ist, lieber nach Aschaffenburg gefahren. Das hat sich dann aber, als dann beide Mannschaften wieder etwas... Ich kann mich sogar erinnern, dass wir mal ein Heimspiel am Schönbusch in Aschaffenburg hatten, gegen die Hühner, drüben aus der Nachbarstadt. Da hatten wir eine kleine Platzsperre oder ich weiß nicht, wie das war. Jedenfalls haben wir dort zu Hause gespielt. Und da weiß ich noch, da hat es auch ein bisschen gefunkt, dort unter der Autobahn. Das in der, da muss man ja da parken, muss man ja hinlaufen. Da gab es dann ein freundliches Hallo. Eine freundliche Begrüßung unter Menschen, die sich gewöhnlich nicht so wohlgesonnen sind. So, jetzt die Kickers im Aufbau im Mittelfeld. Raus auf Mike, der zurück zu Richie Weil. Richie wieder zurück, ja. Ja, die Viktoria hat sich jetzt ein bisschen auf unser schnelles Spiel da vorne eingestellt. Die stehen jetzt wieder etwas enger. Aber solange wir den Ball haben und aufbauen können, ist ja alles gut. Vetter. Ja. Rechtswirbel behauptet erstmal den Ball. Hat ja einen tollen Treffer gemacht dort zum 3:0 gegen Austria Klagenfurt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es gehört und habe es gelesen. Soll sehr schön gewesen sein. So, jetzt langer Ball, jawohl, in die gefährliche Zone, sage ich mal. Aber den haben die Viktoria locker geklärt. Thormann hat den Ball aufgenommen, wirft ab. Ja, aber Pelle Hoppe ist da vorne agil, stört den Aufbau. Ihm würde ich es gönnen, dass er heute auch noch einen macht. Genauso wie ich jedem natürlich gönne. Aber Schikora hat er gut gemacht. Überhaupt macht er ein ordentliches Spiel. Mike Vetter hier. Und Serkat Firat. Ja, Schikora, du sprichst es an. Die gute Nachricht, ich hatte es ja vorhin gesagt, wollen wir hoffen, dass sich nicht noch jemand verletzt vom Rückrundenstart. Also bei ihm scheint alles okay zu sein. Sonst wäre er nicht aus der Kabine gekommen und würde jetzt auch nicht die ganze Zeit noch spielen. Also er ist ohne Blessuren da aus dieser Aktion kurz vorm Abpfiff im eigenen Strafraum wieder rausgegangen. Freut uns. Ja, 66. Minute. 1:1 steht's. Aschaffenburg ging in Führung in der ersten Halbzeit. Es war so um die 30. glaube ich. 34. meine ich. Und der OFC kam wie ein Wirbelwind aus der Kabine und machte dann auch sogleich das 1:1. Und er ist auch weiterhin am Drücker, jetzt über die linke Seite. Ja. Schön auf die Grundlinie, da kommt der lange Ball, jawohl, Flanke. Mike Vetter im Strafraum. Ja, schade, abgeblockt. Aber das war eine gute Schussposition von Mike, die hat er auch genutzt. Und es gibt eine Ecke. Von der rechten Seite. Richie Weil will wohl, aber da darf er nicht. Ja, das er kann, macht das schon. Jetzt müssen wir ja genau gegen die Sonne schauen. Da bewähren sich unsere Schildmützen, in der Türkei gekauft. Ja, und mir hast du keine mitgebracht. Ja, das stimmt. Ja. Weil du nicht alle Sendungen geschaut hast. Weil ich nicht. Strafe muss sein. Strafe muss sein. Lars ist ein harter, aber fairer Chef. So, mit dem Kopf geklärt, erstmal von der Viktoria, aber der Ball ist, ja, den zweiten haben wir zumindest, muss er zurückspielen. Nee, macht er nicht, spielt er zum Säckern, okay. Ja, das war ein bisschen viel. Oh,
haben sich befreit, haben sie gut gemacht, die beiden. Die beiden waren ja auch Zimmergenossen, also die verstehen sich blind. Die verstehen sich, das sieht man, ja. Das haben die nachts geübt, ohne Licht. Da haben die sich gefunden. Das ist wohl das, was man dann blindes Verständnis nennt? Absolut. Da siehst du, wozu so ein Trainingslager gut ist. Wozu so ein Trainingslager gut ist, vor allen Dingen nachts, wenn man das... Da kann sich das Licht ausknipsen, da finden die sich trotzdem genau in den Laufweg. Die finden sich, die kennen sich... Ja, Lars, dann frage ich dich mal, auf meinem Zettel steht was, was ich mir vor dem Spiel notiert habe. Mal sehen, ob du das weißt. Es gibt den einen oder anderen berühmten Spieler, auch Trainer, die hier mal tätig waren. In Aschaffenburg? In Aschaffenburg, da gibt es einen ziemlich bekannten Trainer, ist sogar in Aschaffenburg geboren. Ja, Felix Magath muss natürlich da genannt werden, ganz klar. Also Felix Magath, aber ohne Atmen, da hat er seine Karriere begonnen. Ja, ja, der hat hier gespielt von 72 bis 74. Vorher war er in der Jugend sogar bei einem anderen Aschaffenburger Verein. Das war der TV 1860 Aschaffenburg, da war er in der Jugend. Und dann, wie gesagt, später als Profi kam er nochmal hierher. Aber gibt auch andere Spieler, die hier gekickt haben und die auch in Offenbach auf dem Biberer Berg schon tätig waren. Ja, also zum Beispiel, weil du gerade bei den Trainern warst, Rudi Bommer ist ja aus der Offenbacher Jugend, ne? Ist ja ein Jugendspieler der Kickers gewesen und hat ja dann auch lange für Viktoria Aschaffenburg als Trainer gearbeitet und auch als Spieler. Ganz genau so ist es. So, der OFC mit dem Versuch abgeblockt, Viktoria jetzt im Ballbesitz im Mittelfeld, das geht... Recht schnell, jetzt geht der Ball nach links außen, ja. Mike müsste stören. Ja, guter Versuch, schön zu Richie Weil und jetzt auf der rechten Seite Serkan Firat. Ja, da kann er kurz spielen oder lang, er hat kurz gespielt. Und leider hat der Pelle Haubert den Ball vertändelt. Gut. Aber wir sind nach wie vor im Ballbesitz. Also der Ballbesitzanteil bei uns, ich weiß nicht, geschätzt, ich führe hier keine Statistik, aber ich sag mal geschätzt, irgendwas 75-80% ja, im Moment. Das würde ich auch sagen, 70-75% auf jeden Fall. Und das war aber im Trainingslager, zum Beispiel im Spiel gegen Struga genauso. Da hat man dann allerdings ein bisschen versäumt, vorne die Tore zu machen. Das wurde dann allerdings deutlich besser gegen Klagenfurt, die nicht schlechter waren, im Gegenteil. Die haben halt versucht, so ein bisschen mitzuspielen. Das kam dem OFC natürlich mehr entgegen. Aber man muss die Gegner nehmen, wie sie kommen. Ja klar, wenn du irgendwann mal aufsteigen willst, dann wirst du öfters gegen Mannschaften spielen, die eher bestrebt sind, zunächst mal die Defensive zu stärken. Und da muss man Mittel und Wege finden. Und wenn uns das gelingt und wir hinten weiter so stabil stehen wie im Spiel gegen Klagenfurt, dann sehe ich der nächsten Saison, sage ich mal, oder dem Rest dieser Saison ganz optimistisch entgegen. Jetzt Richie Weil in der Umschalte. Mike Vetter hat viel Platz jetzt auf der rechten Bahn. Jetzt muss die Flanke kommen. Na, da stand Pelle Hoppe schon wieder. Und jetzt ist er drin! Also, wer war's? Serkan Firat, oder? Dirsen. Also, Tim Dirsen macht das 2:1 und wir schauen nochmal rein. Kommt da wunderbare Flanke und dann abgezogen. In der 71. Minute geht der OFC in Führung. Ja, die neue Frisur, die macht's beim Tim Dirsen, ne? Die neue Frisur, daran wird's wohl liegen, ja. Der Scheitel ist weg und schon klappt's mit den Tore schießen. Der Pony, das Pony hat er zu Hause gelassen. Pony hat heute Platzverbot. Ja, nee, das hat er schön gemacht, aber auch da wieder. Ist überhaupt ein Spieler, der hat eine unheimliche Beweglichkeit. Ja. Also es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ja, und er hat das, wie sagt man so schön, er hat das antizipiert. Oh, Aschaffenburg wechselt jetzt gleich dreifach oder vierfach. Dreifach. Ja, das ist überhaupt eine interessante Frage. Das habe ich noch nicht rausgefunden hier. Ich habe mich mal umgehört, ob bei dem Turnier ein anderer Wechselmodus gilt als in Punktspielen. Ja, ich glaube, die dürfen permanent. Ich glaube jetzt, dass die Viktoria mehr als dreimal gewechselt hat. Ja, auf jeden Fall, weil Benny Bayer war ja vorhin auch im Spiel. Der ist ja auch schon lange nicht mehr dabei. Und jetzt für die OFC, das geht auch in Ordnung. Haben wir in der ersten Halbzeit gesagt, die Führung für Aschaffenburg, das passte. Warum? Weil sie einfach konsequenter vom Tor waren im Abschluss. So muss man sagen, geht das jetzt mit dem OFC in Ordnung und der OFC ist sogar dem 3:1 näher
als Aschaffenburg dem Ausgleich. Das kann man gar nicht anders sagen. Das muss man sogar so sagen, lieber Lars. Das sieht jetzt schon richtig nach Angriffsspiel aus und wir lassen nicht locker. Wir holen uns die Bälle da, stehen hoch. Schöner Ball da vorne rein, jawohl. Ja, das war... Oh, weiß ich nicht. Das war ein Rempler. Gut, man sagt ja normalerweise, die Regel ist, mit angelegtem Arm darfst du rempeln. So ganz angelegt war der Arm nicht, aber er ist auch leicht gefallen, muss man sagen. Das war ein böses Foul. Er muss 8 Wochen Sperre nach sich bringen. Dass du das nicht gesehen hast, dass das ein böses, böses Foul war. Was bist du nur für ein Reporter? Ich beschwere mich mal in Köln im Keller. Guck mal, ich habe die 3 rot-weißen Brillen auf. Das ist das, was dir fehlt. Du bist zu objektiv. Weiter geht's. Serkan Firat erstmal schön befreit. Achtung. Ja. Wer mir auch gut gefällt, ist heute Richie Weil, sehr, sehr präsent da und die Bälle, die er spielt, die er verteilt, das hat Hand und Fuß. Ich glaube, auf der Position fühlt er sich auch wohl. Das ist so, Entschuldigung, wollte gerade mal hören, was der Stadionsprecher vermeldet, hab's aber nicht hören können. Ja, was der Richie Weil da spielt, das gefällt mir sehr gut. Oh, jetzt aber hier, großer Andret. Ja, das war doch schon die nächste ganz, ganz große Möglichkeit. Müssen wir nochmal reinschauen. Jetzt kann man reinschauen, genau. Ja, okay, wir sehen das unten im Live-Bild. Also haben wir nichts groß verpasst. Das Schöne ist ja, dass unsere Zuschauer während der Slow-Mo und während der Zeitlupe, also während der Replay, trotzdem das Live-Bild haben. Ja, und dann haben sie gesehen, dass der Ball gar nicht mal so ungefährlich war. Der ist zwar durch den Strafraum gerauscht, aber das Tor war relativ leer eben. So, der Schiedsrichter hat was gepfiffen. Ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, was er gepfiffen hat, aber es ist auch nicht so wichtig. Er hat es für den OFC gepfiffen und das ist in dem Fall immer gut. Mike Vetter auf halb rechts, ja, in die Mitte. Die sind der Torschütze. 75 Minuten gespielt, also eine gute Viertelstunde noch zu gehen. Und bliebe es dabei, dann spielte der OFC morgen um 16 Uhr und nicht etwa um 14 Uhr. Denn wir sind ja hier in einem Turniermodus, Benefiz-Turnier. Und nach uns gibt es ja noch einige Partien. Der Gastgeber aus Karl, Bayern Alzenau und Hessen 3 Eich spielen noch um die Plätze. Ja, Pelle Hoppe, schön abgelegt. Dackfuß in die Mitte. Ja. Ja, aber Lars, du hast gesehen, dieser Tim Diersen, also was er macht, das ist gut. Kann einen Ball behaupten und hat eine gute Technik. Serkan Firat über die rechte Seite. Ja, also spielt nur noch der OFC. Man hat so fast den Eindruck, die Aschaffenburger haben hier Pulver verschossen. Da kommt nicht mehr viel. Aber ich vermute mal ganz stark, das ist der Tatsache geschuldet, dass sie eben noch mitten in der Vorbereitung sind und noch 3 Wochen bis zum ersten Punktspiel haben. Das war irgendwo absehbar, dass sie in der zweiten Hälfte konditionell wahrscheinlich einbrechen werden. Das lässt sich auch der große Erwin-Macher Volker Goll hier sehen. Er hat den Kuchen gerochen, den Geburtstagskuchen. Den Braten gerochen. Und das lässt er sich nicht zweimal sagen. Da ist er eiskalt. So kennen wir ihn auch am Platz damals. Wenn es die Chance gibt, zu verwandeln, dann ist er da. Ja, hat er wunderschön gemacht. Direkt verwandelt. Ich glaube, das zeigen wir nochmal in Zeitlupe, wie der Volker hier den Kuchen isst. Vom Geburtstagsteller direkt in den Mund. Ja, deswegen ist er ja die Erwin-Legende, weil er weiß, wo der Kuchen steht. Weil er weiß, wo der Kuchen steht. Und ich weiß jetzt, welche Mannschaft einen Eckball bekommt, nämlich der OFC. Ecke, von der rechten Seite. Von der rechten Seite. Und wer führt sie aus? Serkan Firat. Wobei, diesmal könnte es sogar eine kurze Ecke geben. Na, ich glaube, jawohl. Dagfuß kurz gespielt und der zurück auf... Nein, er entscheidet sich fürs Dribbling. Ja,
Das wird Einwurf geben für den OFC. Hier gibt es auch übrigens eine Anzeigetafel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen für die, hast. Guck für mal, die Viktoria. Es gibt da ist die Anzeigetafel. Siehst du das? Ja, die haben eine Anzeigetafel. Aber du siehst auch oben drüber die Uhr. Deswegen habe ich vorhin einen Schreck gekriegt, als wir noch fast eine Stunde hatten bis Sendebeginn. Und auf der Uhr war es schon 14 Uhr. Da dachte ich schon, wir sind jetzt aber ein bisschen spät. Aber hat alles geklappt. Die Uhr zeigt immer 14 Uhr. Das ist, die ist wahrscheinlich damals bei dem Sturm stehen geblieben. Das muss so gegen 14 Uhr gewesen sein. Nee, ich weiß es, weil bei uns in Lang. Ja, warte mal, jetzt wird hier kräftig gewechselt, da schauen wir genauer hin. Ah, ja, genau. Da kommt Luigi Campagna, da kommt Garic und da geht es dann noch weiter da hinten. Da müssten wir vielleicht mal hinschwenken, wo eingewechselt wird an der Mittellinie. Aber jetzt ist der Wechsel komplett. Und ich glaube, es sind alle gekommen. Ich glaube, Lemmer ist auch jetzt gekommen, genau. Und der Bomber. Also sind alle da jetzt, die sich eben warm gemacht haben. Und dann wird wohl Vierrad auch raus sein. Raus, ja. Pelle Hoppe ist raus. Ja. Also aus dem Offensivbereich ist einzig noch Duckfuß dabei. Und Hechtzirbel, der kam ja auch später. Also Hechtzirbel ist noch dabei. Und das ist Luigi Campagna. Mike Vetter. Ah, Freistoß Aschaffenburg, okay. Ja, kann man geben, muss man geben. Hast du Jakob Lemmer erwähnt, der eingewechselt wurde? Ja, habe ich erwähnt, habe ich gemacht, ja. Der ist nämlich gerade hier vor uns. Bin ich mal gespannt, wie er sich gibt. Ja, unsere Jungs, die da von unten hochgekommen sind, die haben alle eine prima Entwicklung durchgemacht. 80. Minute, der OFC weiter im Vorwärtsgang, auch wenn er jetzt mal sich ein bisschen in die eigene Hälfte reingedrückt sah, ohne Gefahr auf Aschaffenburger Seite. Schnell ausgeführt, aber zu schnell für den Schiedsrichter. Muss man sagen, hat sich der OFC prima auf die Aschaffenburger eingestellt. Ne? Haben sie sich in der ersten Halbzeit da doch das ein oder andere Mal noch ein bisschen verladen lassen. So ist das konsequent abgestellt worden. Und in der zweiten Halbzeit ist das eigentlich eine sehr, sehr klare Sache. Und nimmt man jetzt nur die zweite Halbzeit, steht es ja auch folgerichtig 2:0 für den OFC. Lars, du hast die Dramaturgie nicht verstanden. Das dramaturgische Konzept vom Angelo Balletta. Ja, einen Rückstand bewusst. Das nennt man Aufbauen eines Spannungsbogens. So genau hat er das gemacht. Ganz genau. So, aber jetzt sind wir mal gespannt, ob der OFC es schafft, noch ein weiteres Tor hier zu schießen. Schlecht wäre es nicht, denn bei aller... Oh, das war nicht gut von Garic. Nee, ich wollte jetzt gerade sagen, bei aller Überlegenheit... So, jetzt gibt es den gelben Karton wegen Schwalbe. Naja, gut, also... Weil er etwas theatralisch gefallen ist, der Viktoria-Spieler. Für uns, aber das ist ja auch übertrieben jetzt. Ja, war ein bisschen, muss nicht sein, aber gut, was soll's. Jetzt. Also. Schiri genießt auch die Kulisse. Ja, ja, natürlich. Große Kulisse. Will zeigen, dass er auch noch da ist. Ich habe jetzt keine Statistik über sein Gelb- oder Gelb-Rot-Zeigeverhalten, aber die Gelbe, die muss er nicht zeigen, finde ich. Gut, er hat's gemacht, er hat eine Schwalbe gesehen. Sei es drum. Oh, riskant, was Peter da gemacht hat. Ah, ja. Ja gut, das war ein Zusammenprall, wie in der ersten Hälfte im Strafraum der Viktoria. Ganz normaler Zusammenprall, beide gehen zum Ball. War gar nichts, auch wenn er sich hier beschwert. Dafür kriegt er nichts, auf keinem Platz der Welt. Und demzufolge gibt es jetzt hier auch keinen Freistoß, sondern es geht weiter mit Aufbau OFC in der eigenen Hälfte. Jetzt schneller, langer Ball. Wer ist das, Lars? Das ist der Bomber. Das ist der Bomber. Moritz Reinhardt. Moritz Reinhardt, ja. Wieder 30. Da hinten auch noch. Ganz zurück auf Seidel. Oh, ich habe das anders gesehen, aber ja, ist nichts passiert. Jetzt gibt es aber Einwurf für die Viktoria. Vor der Fahne der OFC-Freunde, die hier auch vertreten sind auf der Gegengraden.
Ja, das Problem ist, wir wissen jetzt nicht, auch wenn es so ausgeht, wer unser Gegner sein wird morgen. Aber es ist auch nicht so wichtig, das werden wir noch erfahren. Fakt ist, bliebe es bei diesem Spielstand, würde der UFC morgen um 16 Uhr erst wieder ins Geschehen eintreffen. Ja, Fanradio gucken oder hören heute Nachmittag nutzt auch nichts, weil ich habe gehört, die übertragen das nicht. So, jetzt ein wunderschöner langer Ball. Oh ja, ja gut, also da pfeift man genauso wenig wie eben auf der Gegenseite. Aber der Ball und die Idee, das war gut. Ja, hätte ich gerne gesehen, wenn er das hätte zu Ende spielen können. Ja. Dann hat er ihn eigentlich schon schön auf dem Schlappen gehabt und dann ist er aber gestolpert. Genau. Das muss man halt auch mal sagen, der Platz ist jetzt nicht so in dem englischen Zustand wie unsere Filigrantechniker ihn bräuchten, na das. Naja, ich habe mir sagen, die Aschaffenburger spielen auch darauf. Nee, das stimmt nicht. Hier spielt die Viktoria aus Karl. Ja, aber heute spielt doch die Aschaffenburger auch hier drauf, oder? Ach so. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht, wenn man das so sieht. So, Mike Vetter, halb rechts. Hat er Platz, kann er gehen, geht er. Und spielt raus auf Jakob Lemmer, der zurück zu Luigi Campagna. Wo sollte der hinkommen? Ja, vielleicht hat er seinen Sturmkollegen Carpaccio gesucht. Carpaccio, ja. So, jetzt wunderschön. Der kann auf die Grundlinie und kann jetzt leider nicht mehr weiter, weil er abseits stand. Die Fahne gehoben, der Pfiff ertönt. Also gibt es Freistoß aus dem Strafraum der Viktoria. Ja, Lars, vielleicht noch ein paar ehemalige Spieler, die so gemeinsam hier bei der Viktoria und bei uns gespielt haben. Da haben wir einen gewissen Valentin Herr. Oh ja, unser Torhüter, ja. Valentin. 86 bis 87 und dann 82 bis 84 in der Aufstiegssaison in der zweiten Liga. Übrigens ungeschlagen, der UFC. Nee, stimmt nicht. Das war nicht die Saison, wo wir ungeschlagen waren. Aber wir waren zumindest dann Erster und sind aufgestiegen, waren den Herr im Tor. Und im Tor ist er geblieben bis die ersten 20 Spiele. Und dann gab es dieses legendäre Spiel gegen Bayern München. Es ging leider 0-9 aus und dann ist er aus dem Tor verbannt worden und ersetzt worden. Durch wen? Olli Rick. Durch Olli Rick, genau. Ja, haben wir knapp verloren in München. Ja. Wir waren die klar bessere Mannschaft. Ja, der Schiedsrichter war dann... Das war ein Skandal. Das war ein völliger Skandal. Nee, da haben wir damals kein Land gesehen. So war das. Aber wir haben auch auf der Herfahrt schon drüber gesprochen. Wir haben ja die Bayern nicht nur einige Male geschlagen. Auch einmal 6-0 im Heimspiel. Und das Schöne ist ja, im Rückspiel in München haben wir dann auch nochmal 2-1 gewonnen. Ja, so war's. Und dann gab es da auch noch die Saison, wo wir im Pokal dort gespielt haben. Und ich erinnere mich noch gut, wir waren damals im Urlaub in Österreich und mein Vater rief dort an und hat gefragt, ob man da Karten reservieren muss. Und der freundliche Mann am Telefon meinte, ja, wer ist schon Offenbach? Und als das Spiel dann 2-4 im Pokal geendet hat. Dann wusste er doch, wer Offenbach ist. Dann. Ich glaube, seitdem weiß er, wer Offenbach ist. Naja, weiter geht's. 86. Minute. Also... 4 Minuten noch. 4 Minuten noch zu gehen. Ja, Volker Golf verlässt den Balkon. Warum? Der Kuchen ist alt. Kuchen ist leer. Ganz klar. Ist ein Fuchs. Ja. Lars, weißt du, wer hier auch gespielt hat bei der Viktoria und wer in Offenbach einer der Publikumslieblinge war? Hans-Peter? Knecht. Bubu. Bubu Knecht. Richtig. Kurt Kainzer. Kurt Ganzer hat hier gespielt, natürlich. Ja. Klar. Die hatten auch, ich gucke gerade auf meinen Spickzettel hier, also ehemalige Trainer. Oh, da steht noch Radomir Dubovina. Dubovina, ja, genau, Dubovina. Den hab ich ja vergessen, Radomir Dubovina. Ja, das war auch eine Rakete. 85 bis 87. Mittelfeldmann. War er hier und beim OFC hat er gespielt, von 82 bis 84 und in der Saison 90-91. So, Jakob Lemmer. Schönen Ball. Und was für ein tolles Tor. Und das war der Bomber. Auf zum Spiel von Lemmer. Ein geiles Tor. Ja, und da hat er seinen Schädel reingehalten. Und das Ding ist wie ein Schuss halb rechts oben eingeschlagen. Wir zeigen es euch jetzt nochmal in der Wiederholung. Aber Zeitlupe von Weiden haben das Spiel. Und dann
Lämmer auf der Außenbahn. Absolut präzise Flanke. Und das lässt der Bomber sich nicht zweimal sagen. Da ist er drin. Ja, Lars, und das habe ich gemeint. Das will ich sehen von den jungen Spielern, von den Etablierten natürlich auch. Aber das gefällt mir und das macht er gut. Und dafür mögen wir ihn und schätzen wir ihn. So muss es weitergehen. Ja, das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Da lege ich mich mal fest. Denn wie lange haben wir noch? Zwei Minuten? Zweieinhalb Minuten. Also da brennt nichts mehr an. Da muss man sagen, in der zweiten Halbzeit hat der OFC den Gegner absolut unter Kontrolle gehabt. In jeder Beziehung hinten gut gestanden, Mittelfeld schnell überbrückt, taktisch, kämpferisch. Das sah in der ersten Halbzeit noch ganz, ganz anders aus. Und da hat man sich wunderbar darauf eingestellt. Insofern toll, dass es da so eine Entwicklung gegeben hat. Und der Spielstand ist im Grunde nur folgerichtig. Und so wird der OFC verdient das Spiel gewinnen. Im Moment steht es 3-1. Ja, das ist richtig. Jetzt die Viktoria mal bei uns im Strafraum. Haben wir schön geklärt, aber etwas zu kurz noch Gefahr. Ja, Gefahr sieht anders aus. Sicher aufgenommen. Freut mich auch für Seidel, dass er, so wie es aussieht, dann zu Null spielt, obwohl es ja 3-1 steht. Klingt komisch, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. So, Jakob Lemmer wieder schön rausgespielt auf Mike Vetter und der mit dem langen Ball. Ja, aber das ist gut so. Das ist gut so, dass dann die Bälle direkt kommen, dass da nicht lang rumgefuddelt wird. Macht das Spiel schnell, bringt Gefahr. Wobei der Ball eben eine sichere Beute war. Also wir haben ja im Grunde das Fazit schon so ein bisschen vorweggenommen. Das haben wir ja jetzt alles hier schon sehr klar nochmal dargestellt. Insofern werden wir dann mit dem Abpfiff sehr, sehr schnell hier Schluss machen, einpacken. Denn wir sind ja morgen dann schon wieder hier und das kann man jetzt schon sagen, um 16 Uhr geht es weiter mit dem OFC an gleicher Stelle, auf gleicher Welle. Ja, jetzt wissen wir zumindest, wann wir spielen. Wir wissen zwar noch nicht gegen wen, aber beruhigend schon mal zu wissen, wann wir spielen. Gegen wen spielen wir? Nee, gegen wen spielen wir morgen nicht. Aber das Ziel, dass wir uns mit denen auch mal wieder duellieren, ja, das bleibt im Raum. Haben wir ja gerade im Sommer gehabt. Ne? Und da muss ich dir sagen, bei dem Unentschieden, da waren wir die bessere Mannschaft. Da waren wir die bessere Mannschaft, das ist richtig. Wen ist Zweitligist? Ist Zweitligist und wie es im Moment aussieht, haben die ja einen ganz guten Lauf und sammeln fleißig Punkte gegen den Abstieg. Ne? Also. Weiter geht's. Luigi. Jetzt wollen sie dann auch nochmal, aber das spielt der OFC jetzt sauber nach Hause. Da liegt einer. Ja. Also 10 Sekunden noch offiziell zu gehen und wegen uns kann er pünktlich abpfeifen. Die Sonne ist jetzt auch weg, also insofern. Oh, da hinten gibt es noch eine Verletzungsunterbrechung. Du hast es nicht gesehen lassen. Ne? Wir haben den Ball fairerweise eben ins Aus befördert, weil da jemand von der Viktoria liegt. Also wünschen wir dem Sportskameraden alles Gute, dass er ganz bald wieder hier weitermachen kann. Und im Grunde könnte der Schiri eigentlich jetzt auch das Spiel abpfeifen. Ja. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, das wollte ich auch gerade sagen. Also eigentlich gibt es jetzt keinen Grund mehr, noch großartig hier laufen zu lassen. Der Einwurf wird vielleicht noch ausgeführt und dann kann er abpfeifen. Dann haben wir ein 3-1 gesehen. Zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ja. Die Kickers haben eine Zeit lang gebraucht, eigentlich bis zur zweiten Hälfte, bis wir da hinten diese Fehler abgestellt haben und dann den Zugriff auch im Mittelfeld gefunden haben. Aber dann das, was wir in der zweiten Hälfte hier abgeliefert haben, das war sehenswert, das war gut. Und so kann es morgen weitergehen und vor allen Dingen natürlich, lieber Lars, in einer Woche, Samstag, der 15. Ja, da geht's nach Aalen. Und das wird wahrscheinlich noch eine Nummer härter als das Spiel heute hier. Ne? Also nicht hart im Sinne von unfair, aber von sportlicher Herausforderung. Also liebes Fanradio-Team, vielen Dank für die tolle Live-Übertragung. Finde es super, dass unser OFC auch mal anderen Vereinen helfen kann. Tipp auf ein 2-0 für uns. Naja, so ähnlich ist ja ausgegangen dann jetzt mit dem 3-1. Rot-weiße Grüße aus der Werder, Klaus Pfannmüller, das war's. Am Mikro verabschiedet sich Lars Kissner. Tim Bossert. Macht's gut, ciao, ciao.